euch Cayman und Flexi. Und heute schauen wir mit euch den Vlad und Niki Kinofilm an, ganze 90 Minuten. Ja! Ihr habt richtig gehört, wir schauen uns heute den ganzen Vlad und Niki Kinofilm an. Und bei diesem Film, Leute, werden wir auch noch etwas verlosen. Ihr habt die Chance, jetzt diese neue DJI Mavic 4 Drohne zu gewinnen. Oh mein Gott, mit solchen Drohnen machen wir ja ganze unsere Videos drohnenüberwacht. Das ist die gleiche Drohne, die wir immer benutzen, Freunde. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist dieses Video hier, dieses ganze Vlad und Niki Video bis zum Ende durchschauen und das orangene Emoji-Herz zu suchen. Dieses Herz musst du jetzt zählen, das ganze Video lang anschauen und in die Kommentare schreiben die richtige Anzahl der Herz-Emojis. Ich gebe euch einen kleinen Tipp oder wir geben euch einen kleinen Tipp. Es sind in diesem ganzen Video insgesamt mehr als 8 Herz-Emojis versteckt. Mindestens. Es sind mindestens 8, wenn nicht sogar über 10. Aber ihr schaut das ganze Video bis zum Ende, zählt die orangenen Herzen, schreibt sie in die Kommentare und mit einer etwas von Glück euch kann einer von losen euch dir den Gewinner aus und der kann diese krasse DJI Drohne 4 gewinnen. Mini 4 Pro gewinnen, Freunde. Wir haben leider keinen zweiten oder dritten Preis, aber einen einzigen Hauptpreis. Ein Hauptpreis. Und ich würde sagen, und jetzt fangen wir jetzt an, die Emojis zu ziehen. Wir beide lehnen uns jetzt zurück und werden uns den Vlad und Niki Kinofilm ganz genüssig mit Popcorn und Cola anschauen. Film ab! Vlad und Niki! Alter, Freunde, meine draußen sehen Vlad und Niki. Vor unserer Türe, die originalen Vlad und Niki, was machen wir denn jetzt? Willkommen bei Was Wir, Freunde, Mann. Lasst jetzt alle mal ein Like. Und Cayman, was ist deine Idee? Freunde, ihr habt es doch gerade gesehen, der echte Vlad und Niki stehen vor unserer Tür mit dem Koffer und wollen ins Haus flexen, Mann. Und was ist in diesem Koffer drin? Deshalb, Leute, schreibt alle jetzt mal Koffer in die Kommentare und lasst ein Like da. Auf keinen Fall können wir die reinlassen. Doch, Flexi, das ist meine Idee. Nein! Lass sie rein, natürlich müssen wir sie reinlassen. Könnt ihr doch nicht mit dem Koffer reinlassen, Flexi, der ist von Monaport. Wir sagten, dass wir die einfach so reinlassen, weil wir bauen davor versteckte Kameras auf. Und verstecken uns dann im Keller und überwachen Vlad und Niki mit der Kamera. Und dann können wir 1:1 mit euch zusammen überwachen, was die hier so treiben. Und vielleicht schauen sie in den Koffer rein und wir können sehen, was in diesem Koffer ist. Der Plan, Flexi, überall im ganzen Koffer. Doch, wie hast du eine echt neue Kamera geholt? Wie krass sieht die denn aus? 1,4K. Kabi Koffer, Kabi Kamera. Die ist super, Kevin. Flexi, lass uns gleich die unsere versteckte Kamera aufbauen. Verstecken. Flexi, meine erste Kamera hier im Wohnzimmer, perfekt, im Blumentopf, damit wir alles im Blick haben. Super, Flexi. Zweite Kamera in die Küche, dass wir die komplette Küche im Blick haben. Die Drohne hat auch noch eine Kamera, die stellen wir oben hin. Freunde, schaut euch das mal an, da sieht man direkt auf den Eingangsbereich. Alter, Flexi! Und die letzte Kamera wird hier in den Keller aufgestellt mit Blick auf unseren Überwachungsraum. Und hier ist unser Überwachungsraum, denn ohne diese Überwachungskamera hätten wir keine Möglichkeit zu sehen, ob Vlad und Niki dahinter hier werden wir jetzt reingehen, verstecken. Und alles, was Vlad und Niki heute machen, werden wir mit den Kameras anschauen. Was, Freunde? Flexi-Mann, wir werden jetzt erstmal gucken, ob alle Kameras funktionieren. Hier ist unsere Kommandozentrale, hier haben wir alle Kameras im Blick. Alle Kameras funktionieren, erst rein. 3, 4. Perfekt, Leute, Mann. Jetzt fehlt nur noch der Türöffner, Kevin. Wir müssen hier Vlad und Niki reinlassen. Das ist ein Flaschenöffner. Ich brauche den Türöffner für die Tür oben. Oh mein Gott. Wenn du hier drauf drückst, dann geht unsere Tür auf und Vlad und Niki kommen ins Haus rein. Seid ihr bereit, Freunde? Kameras stehen. Seid ihr bereit? Dann lasst jetzt alle nochmal ein Like da und schreibt Koffer in die Kommentare. Oh, Kamera, jetzt sieht man sie schon durch die Tür, Mann. In 3, 2, 1. Es hat geklappt, Mann. Der Türöffner hat geklappt, Freunde. Die Tür geht auf. Ist es doch wirklich, doch? Es sind wirklich Vlad und Niki. Und sie haben die Koffer. Sie haben den Koffer, Mann. Und ich weiß immer noch nicht, was in diesem Koffer Alter, drin ist. Schau mal, wie sich Lucky freut. Die geben Lucky den Koffer. Das ist doch ein Gut. Das ist gut. Alter, ich hoffe, dass Lucky ihn versteckt. Wir können ihn leider nicht runterholen, Lucky. Es geht nicht, weil die sind jetzt genau über uns und wir sind hier im Keller und beobachten alles mit diesen Kameras, die wir aufgestellt haben. Echten Vlad und Niki. Oh, hey, Millionen Abonnenten. Schau mal, die spielen mit und dem Lucky Hund. Und Lucky hat den Koffer weg. Sehr der gut. Koffer ist weg von dem Lucky. Seht ihr das? Superhund. Der hat den Koffer versteckt. Lasst ihr uns alle mal einen Like dafür. Für Lucky. Hund, Lucky. Lucky, Lucky, Lucky. Wie geil ist das? Und Lucky will ihn festhalten. Guck mal, Lucky versucht ihn zu stoppen. Ja, aber unsere Schlüssel. Nee. Was machen wir mit dem Schlüssel? Dann kommen wir nicht mehr rein. Warte. Und, hä? Was, deine Jacke, Flexi? Wieso nehmen die meine Jacke? Was, weil die gelb ist und Niki ist auch gelb. An. Niki gelb, Flex ist Lucky gelb. Oh nein, nein. Irgendwie gefällt sie nicht. Platz auf Platz. Nein. Aus. Hä? Hä? Oh mein Gott. Alter, die machen da übertriebene Unordnung, Freunde. Das kann überhaupt nicht sein. Weißt du, was das bedeutet? Hä? Wenn es so weitergeht, müssen wir heute noch eine ganze Nacht aufräumen. Alter, da sind die. Da sind im Wohnzimmer. Alter, schau mal, wie Kamera die Kamera 2 gucken. Zack, 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 zack. Ja, die waren doch noch nie bei uns. Vlad und Niki waren noch nie bei uns im Hauptquartier. Was macht der? Ein Hammer? Alter. Nein, nein, oder? Hätten wir davor vielleicht aufräumen sollen? Man, die nehmen ja alles auseinander. Ging doch nicht, Bude. Die waren ja direkt vor der Tür. Von was wir konnten gar nicht aufräumen. Wir haben die jetzt extra 5 Minuten stehen lassen, dass wir die Kameras aufgebaut haben. Hochgehen? Runtergehen?
Ja, was wir wissen es. Halt, warte, wenn sie runtergehen, wie ist in dem Keller? Die gehen hin. Er sagt nein. Was? Auch nicht hoch? Er sagt nein, Niki, geh nicht, nicht hoch. Okay. Ins Wohnzimmer? Ja, da gehen wir auch am meisten hin. Wohnzimmer, da haben wir zum Glück die Kamera cool aufgestellt, und zwar die Super 8, die Weitwinkelkamera. Ihr habt es gesehen, da genau, ist sie. Da ist sie, jetzt. Heftig. Und was machen die? Okay, die schauen sich alles an. Das die schauen schon mal. Licht, die schauen einfach alle alles an. Alter, die feiern unseren großen Fernseher. Aber der ist ja gar nicht so groß, Mann. Für uns reicht es auf jeden Fall. Zoll. Es gibt ja mittlerweile 70 Zoller. Mann, Cayman! Was ist? Alter, Neo. Du hast die Drohne auf dem Tisch liegen gelassen. Ich hoffe, die wissen weißt nicht, was passiert, wenn die die mitnehmen? Ey, dann haben wir keine Drohne mehr. Drohnenführerschein und das sind Kinder. Ich denke mal nicht, dass sie wissen, wie man eine Drohne fliegt. Vielleicht könnt ihr das ja, aber Vlad und Niki, die können es doch nicht, oder? Nee, ich schau mal, aber die freuen sich. Siehst du, die kriegen doch, 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 sie ist an! Ja, ich wollte es gerade sagen, die kriegen sie nicht an. Die Drohne leuchtet, das heißt, die Drohne schau, ist an. Der schmeißt sie hoch, er weiß nicht, wie man fliegt, der Niki. Ja, das sind Kinder. Wie sollte man auch wissen, wie man eine Drohne fliegt? Aber wenn sie die Drohne kaputt machen, können wir keine Drohnenüberwachtvideos mehr machen. Und ihr wollt es doch sehen, das Leute, ist Unterhaltung. Wir dürfen auf keinen Fall die Drohne kaputt machen. Wie ihr seht, Vlad versucht mit der Fernbedienung vom Fernseher die Drohne anzumachen und zu starten. Das übergibt gar keinen Sinn. Mann, so viel Unterhaltung. Was hier das U steht für Unterhaltung. Alter, guck mal. 100 Jahre Garantie. Drohne ist an, Mann. Die seht ihr auf dem Display. Hey, ihr seht das Bild. Display ist an. Die Drohne ist an. Wenn sie es hinkriegen, dann können sie die fliegen. Nein, Alter, nein. Doch, da fliegt sie! Sie Leute, sie fliegt! Ich hoffe, die machen sie nicht kaputt. Man drückt mal einen fetten Daumen, dass sie nicht kaputt machen. Bitte landet sie. Landet sie. Nein! Nein, die haben sie geschrottet, Mann. Die haben sie gegen die Wand geflogen. Du weißt, Mann, wenn die jetzt die Drohne kaputt ist, warte. Warum nehmen sie sie nochmal? Sie sieht aber noch ganz aus, oder? Oh mein Gott, sie startet. Sie fliegt Gott, doch noch! Bitte. Ja, Leute, Die Drohne fliegt noch! Gegen das Licht. Wir haben unsere Drohne gegen das Licht geflogen. Die kostet 800 Euro und die machen sie einfach kaputt, oder was? Und so viel Unterhaltung steckt in dieser Drohne, Leute. Ihr wisst es doch. Lasst mal alle jetzt ein Like da, wenn ihr die Drohne feiert. Ihr kennt unsere Drohnenvideos, Mann. Wenn die haben wir doch erst gestern eins hochgeladen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, Leute, klickt jetzt mal hier oben rechts auf die Infokarte und schaut. Krasses Drohnenvideo. Zum Glück haben wir das noch gedreht. Was machen die? Also sie lassen sie. Ja, aber Gott sei Dank. Wir müssen nachher nachgucken, ob sie noch ganz so. Zweimal gegen die Wand in der kürzesten Zeit. Das ist so schlecht, bin ja nicht mehr ich als Flieger. Ja, das stimmt. Du fliegst nur gegen Bäume. Was machen aber wir nicht gegen die Hauswand. Also, was ist das? Niki setzt sich in den Karton. Da haben wir doch erst was bestellt gehabt, was Großes in dem großen Karton. Hä, und jetzt? Alter. Ach, die Leute. Spielen. Das ist so wie dieses, wie nennt man das? Versteckspiel oder was? Oder so die 24 Stunden Challenge in Karton. Aber oha, hatten wir schon mal, vor 3 Jahren. Der macht Schleudergang rein, Mann. Der kippt Karton. Nein, die spielen, das sind Brüder. Das ist doch kein Spiel mehr, der liegt jetzt auf dem Kopf. Ah, der feiert das bestimmt. Weißt du? Natürlich. Guck dir das an. Ja, der feiert das. Ja, ja. Und Lucky auch. Lucky will mitspielen. Krass, Mann. So viel Spaß mit einem großen Karton. Ich weiß nicht, Mann. Sind die böse oder sind nicht böse, Flexion? Was steckt in dem Koffer? Und wo ist der Koffer? Wo hat Lucky den Koffer hin? Ich sehe den Koffer auch nicht mehr. Ey, Leute, Mann. Ich sehe ihn auch nicht. Wenn ihr den Koffer seht, schreibt mal Koffer. K-O-F-F-E-R in die Kommentare. Jetzt tanzen die, oder was? Ja, das ist ein Karton, aber kein Koffer. Nein. Wo ist Lucky? Lucky ist unterm Tisch. Auf jeden Fall. Ist Lucky unterm Tisch. Mann, Lucky hat ein bisschen... Aber sind die böse oder sind die nett, Freunde? Sind die testen gerade alles, was wir haben. Ja, aber die machen ja auch hier unser, ein bisschen unser Wohnzimmer kaputt und Schmutz. Die Drohne kaputt. Die Drohne kaputt vielleicht. Absicht vielleicht oder ohne Absicht. Ich weiß es nicht, Mann. Nee, glaube ich nicht. Mit Absicht. Die wussten ja gar nicht, wie man die Drohne fliegt. Ey, das Gute ist, Leute, wir sind hier unten im Keller. Die sind gerade über uns und machen da irgendwelche Faxen. Live ganz genau über uns. Ey, das sind unsere Was-Wir-Kissen. Das sind unsere Kissen, die wir an unsere Fans verschenken, wenn wir sie auf der Straße treffen, Leute. Und die wurden erst, die haben wir erst bekommen. Die sind ganz neu. Die sind brand new. Bald auch für euch im Shop erhältlich, aber noch nicht. Kissenschlacht. Und Lucky hat sich ein... Hast du gesehen? Lucky hat sich ein Kissen gerippt? Lucky kriegt doch eins. Und Lucky gehört ja... Lucky ist ja selbst auf dem Kissen drauf. Richtig, Mann. Lucky hat sich auch eins gegönnt, ey. Aber was machen die mit den Kissen? Ah ja, jetzt checken die, dass das unsere Kissen sind. Und die suchen uns. Die wissen aber nicht, dass wir im Keller sind, weil wir sind auf den Kissen drauf. Und wir haben hier die Tür mit dem Türöffner gemacht. Und jetzt haben die Hunger oder was? Ne, was machen die jetzt? Doch, die haben so gemacht. Heißt Essen, oder? Heißt Essen. Das Zeichen ist doch für Essen. Natürlich. Die haben jetzt so lange gespielt, dass sie hungrig geworden sind. Das strengt an, das Spiel. Natürlich. Was haben die alles gemacht? Kissenschlacht, Drohne, Kartonspiel. So viel alles. Energie und jetzt brauchen sie was zu essen. Aber oh mein Gott, haben wir doch mal, was? Die tanzen jetzt noch sogar. Ich weiß nicht, haben wir was? Warte mal. Warte. Niki sagt... Den fällt auf, dass der Koffer weg ist! Jetzt fällt's ihnen auf, dass der Koffer weg ist. Flexi, guck mal, da unterm Tisch. Leute, seht ihr es unterm Tisch? Nein, da steht der Koffer. Ich hab doch noch gesagt, Lucky ist immer unterm Tisch gewesen. Lucky bewacht den Koffer unterm Tisch. Ihr habt's gesagt. Lucky ist aber nicht mehr da. Oben mit seinem Kissen. Wenn die ihn finden, dann haben die den Koffer wieder. Die finden den gleich, die sind schon auf dem Boden. Guck mal, Niki hat ihn, Niki hat ihn. Wir haben den Koffer. Und Vlad wieder. Kommt jetzt auch. Weil für mich ist immer noch so wichtig und spannend, was in diesem Koffer ist. Aber weil ihr wisst, der Koffer kommt nicht von Vlad und Niki, sondern der Koffer ist von Lola Pork. Lola Pork, ihr habt es gesehen in der letzten Folge, was wir hier bei uns machen. Was Mann, wir, das gute Unterhaltung, hat der Koffer von Lola Pork bekommen. Guter Versuch, Lucky. Krass, aber nicht und so. Und du siehst es jetzt.
die lassen den Koffer jetzt nicht mehr los. Du hast recht, Mann. Und eigentlich wollte ich unbedingt irgendeine Chance finden, den Koffer zu schnappen. Ey, habt ihr gerade gesehen, wie die Panik geschoben haben um den Koffer? Da muss was so Wichtiges drin sein! Weil sie hat, jetzt haben sie ihn wieder, jetzt ist alles komplett entspannt bei denen. Da muss sowas Wichtiges drin. Die gehen aber echt in die Küche. Die wollen jetzt was snacken, oder was? Okay. Geschenk sei eigentlich leer, wir haben nicht, ich weiß nicht, wir haben nicht so viel mehr drin, Mann. Wir haben doch erst gut gegessen, also so viel dürfte da... Ah, das sind unsere guten Weißwürste, Mann. Von der Wiesen, vom Oktoberfest, ihr wisst ja, gerade ist Oktoberfest. Die haben wir extra geholt für, ja, für ein leckeres Weißwurstfrühstück, Mann. Hey, die wollte ich eigentlich morgen essen. Aber warte mal, ganz kurz, das sind Kinder. Vlad und Niki sind Kinder. Denkst du, die wissen, wie man eine Weißwurst zubereitet? Ja, ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich sie roh esse. Ihr wisst, die Weißwurst muss gekocht werden. Im Wasser, einfach im heißen Wasser, schön einfach gekocht. Einfach ist es. Oder vielleicht essen sie so. Zuzeln, ihr wisst Bescheid. Hey, die haben unsere Töpfe gefunden. Okay, das schmeckt schon mal gut an. Topf mit heißem Wasser, dann die Wurst. Ja, das wissen sie auf jeden Fall. Aber die spielen immer. Guck mal, die benutzen den Topf nicht zum Kochen für die Weißwurst, sondern zum Spielen, Freunde. Wie krank ist das, Alter? Das ist Topfschlagen. Ah, nee, du siehst, der macht Wasser rein. Ah, doch, der macht echt Wasser rein. Okay. Vielleicht haben die auch Weißwürste in Russland. Und Hauptsache, sie entdecken unsere versteckte Kamera. Guck mal, wie der Wasser reinmacht, Mann. Hä? Ich verarsche. Hä? Hat der gerade das Wasser? Und niemand zurück, Leute. Ich wurde echt zurück, mein Niki legt die Weißwurst in die Wasserpfütze auf dem Herd. Ich glaube, die haben keine Ahnung, wie man weiß. Hat das Wasser genommen und einfach auf unser Herd geschüttet. Wir wollen das Wasser zum Kochen bringen. Weißt du, was das bedeutet? Hä? Wir müssen die ganze Nacht aufräumen, putzen, die Drohne richten. Ja, jetzt kommt noch ein zweiter Topf. Wieso ein zweiter? Und jetzt? Oh nein, das kennen Sie. Nein, das Problem ist, unser Herd ist so mit Touchscreen. Wenn da Wasser drauf ist, geht er nicht an. Funktioniert das Touchscreen nicht. Ja, hör mal. Also, die machen alle Schränke auf. Ich kann es nicht mit anschauen. Oh, guck mal, die haben den Müll aufgemacht. Natürlich stinkt es da ein bisschen raus. Was soll denn hier? Nein, die machen alle Schränke auf. Ah, die suchen Teller. Ach so, die Teller natürlich. Für die Weißwürste. Hey, aber gut, wollte ich gerade sagen. Ey. Die essen nicht vom Boden, die essen nicht von der Ablage. Ja, sondern die essen sagen, wenigstens von Tellern. Die essen nämlich die Ablage ohne Teller. Gott sei Dank. Tatsächlich, die... Gott sei Dank, die essen wenigstens von Tellern. So, das ist schon mal gut. Aber Dicker, ganz kurz, so schnell sind die nicht fertig, Mann. Das Wasser hat noch nicht mal angefangen zu kochen. Na doch, sie probieren. Die haben mit den Händen probiert, oder? Oh, ein Schöpfer, immerhin. Oder? Doch, sieht okay aus, sieht gut aus, der Qualm, ja, das ist gut. Ja, aber wir wissen nicht, ob ich werde sie zwei Minuten länger drin lassen, auf jeden Fall, oder drei Minimum. Aber wenn es dir schmeckt, dann sollen sie es gerne essen. Wenn so weißt du, warum? Ich glaube, die sind so hungrig, ganz genau. Warten, die wollen, ja, können nicht warten, die wollen unbedingt jetzt die Wurst essen. Alter, was macht der da? Unsere Tüten, der schmeißt... Einfach so aus dem Nichts. Mach die Schublade auf, schmeißt alle Tüten weg. Für euch machen wir das gerne, weißt du, ohne Leute, wir können 20 Tüten. Like, das ist nämlich zu eurer Unterhaltung, Mann. Das sind hier Vlad und Niki in unserer Unterhaltung. Wir schauen live zu, können nicht zurückspulen. Ihr könnt live zuschauen und zurückspulen. Ja, Alter, was macht der mit der Wurst? Naja, aber den scheint es zu schmecken. Das ist so aber der immerhin, es schmeckt. Ja, die sagen, die schleudern die Wurst im Schleudergang im Mund herum. Immerhin, freut mich. Nein, es freut mich. Die Wurst schmeckt ihnen. Auch wenn wir jetzt keine Weißwurst mehr haben. Können wir verkraften. Gute, für Vlad und Niki gibt es schöne Weißwürste. Alles in Ordnung. Ey, die machen sogar, trinken sogar unser Wasser. Ah, die trinken. Aber ganz kurz, wir haben die nicht eingeladen zum Essen, Mann. Eigentlich die haben sich eingeladen, das dürft ihr nicht vergessen. Ne? Die sind zu uns gekommen. Und ich glaube, die haben langsam die Mission vergessen. Die wollten doch von Lola Pork, haben sie diesen Koffer bekommen. Die wollten doch irgendwas mit dem Koffer machen, aber nein, Spielwaren ist. Der Koffer für uns oder nicht? Oh, keine Ahnung. Ich glaube, der ist für uns der Koffer. Oder von ist Lola Pork? Ihre Mission? Niemals! Doch nicht von Lola Pork! Ich glaube immer noch, dass Lola Pork ist. Halt, halt, halt! Die geht tot. Hinter der Tür sind wir. Nach dem Essen geht sie in den Keller. Ey, aber Flexi, das ist unsere Türe. Die dürfen hier nicht reinkommen. Nein, dann. Ey, wenn die hier reinkommen, wir müssen die abhalten irgendwie. Wie können wir die abhalten? Sag's mir doch. Warte, ich hab eine Idee. Was? Wenn sie ganz nah bei unserer Türe sind, erschrecken wir sie. So krass erschrecken wir die, dass sie Angst bekommen. Wir schreien rum und machen Zombie-Geräusche. Genau. Halt. Psst, Leute, ihr seid dabei, schreit mit. Oh nein, oh mein Gott. Mach ganz kranke Geräusche, Flexi. Okay, warte. Okay. Gleich. Die müssen noch näher kommen. Warte! Und sie hauen ab! Freunde, habt ihr es gesehen? Sie sind abgehauen! Ohne Koffer! Der Koffer ist oben! Auf alleine! Jetzt oder nie! Wir holen den Koffer! Alter, schnell, Mann! Halt! Die Tür zu! Leute, da sind sie rausgegangen! Mach zu, Mann! Wir müssen zumachen! In die Küche, Mann! In die Küche! Der Koffer! Kevin, hoch! Wirklich, oh mein Gott! Wir haben den Koffer vergessen, Freunde! Ja! Vlad und Niki haben diesen Koffer bei uns vergessen und die wollen ihn doch bestimmt wieder zurückhaben. Aber wie wir schon gesagt haben, werden wir den Koffer nicht einfach so geben, sondern wir werden Fallen aufstellen und hoffen, dass Vlad und Niki in jede einzelne Falle reinlaufen, damit ihr was zum Lachen habt. Ganz einfach, Vlad und Niki werden wir hierher locken und sie so pranken, dass sie nie wieder hierher kommen und das vor Halloween. Wie bei Kevin allein zu Hause, ihr wisst es, ein Wassereimer oben auf die Tür stellen Kevin oder ein Stolpertrag. Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Die was können wir uns einfallen lassen? Wenn ihr eine Idee habt, Leute, schreibt auf jeden Fall mal Prank in die Kommentare. Yeah.
Und lasst ein Like da, like dieses Video, Mann. Wir haben schon viele Pranks im Kopf, aber wir rufen jetzt erstmal Flat und Niki an, dass sie Bescheid wissen. Die sind nämlich einfach abgehauen, Leute. Warte mal. Und okay. Oh, es klingelt. Es klingelt. Leute, es klingelt, Mann. Jetzt können wir nur hoffen, dass sie rangehen. Sie sind da. Hallo, Kalmen und Flex. Hallo, Vlad und Niki. Warum ruft ihr uns an? Wollt ihr den Koffer wieder haben? Ihr habt irgendwas vergessen, Freunde. Guckt, oh mein Gott, an. Ja, wir wollen. Ja, sie wollen ihn wieder. Ja. Okay, okay, ihr könnt ihn holen. Kommt einfach zurück ins Hauptquartier. Kommt hierher. Zu uns. Wollt ihr kommen? Ja. Hallo? Hallo? Wollt ihr zu uns kommen? Ja, natürlich. Kommen wir, ihr Idioten. Ja, perfekt. Leute, darf ich mal kurz fragen, wo ihr seid? Könnt ihr uns verraten, wo ihr seid? Wo steht ihr? Wir sind Ecke Apollinstraße. Ah, okay, okay, ich sehe es. Alles klar. Verdammt, Niki. Ja, dann würde ich sagen, kommt her und ihr kriegt diesen geilen Koffer. Ihr wollt den Koffer? Würde ich dann sagen, könnt oder? Ihr ihn gerne haben, wenn ihr jetzt zu uns kommt. Perfekt. Hier. Alles klar. Wir zwei. Genau, ihr zwei. Zuckerbier bis jetzt. Ja. Idee nach Ruiz, Wolach, Schluhamantjok. Alles klar, tschüss. Oh mein Gott, Freunde, habt ihr es gehört? Sie kommen, Mann! Aber weißt du, Flex, wo die sind? Wo? Übel weit noch entfernt, 20 Minuten von hier, Mann. Warte, die Stelle kommt mir bekannt vor! Da können wir hinfliegen mit der Drohne und sie beobachten. Wir müssen, bevor die irgendwas aushacken, beobachten wir sie jetzt sofort mit der Drohne. Und danach bauen wir die Fallen auf oder sollen wir jetzt erst die Fallen aufbauen? Wir fliegen erstmal, weil die haben danach so irgendwas diskutiert. Das hat sich gefährlich angehört. Ich will wissen, was die kurz vorhaben. Freunde, schaltet nicht ab, wir fliegen die kurz mit der Drohne ab, schauen, was sie machen. Jetzt Flat und dann landen wir die Drohne wieder, stellen die Fallen auf und dann laufen wir hoffentlich rein. Hier ist die Drohne, Freunde! Und wir werden jetzt mit dieser Drohne Vlad und Niki beobachten. Nicht, dass sie sich bewaffnen oder irgendwie Verstärkung holen, Leute. Falls die irgendwie nicht alleine sind oder so weiter. Ich muss alles sicher wissen heute. Auf geht's in 3, 2, 1, Vollgas! Wir sind jetzt in der Luft, Cayman. Du weißt, wo wir hinfliegen müssen. Ich weiß ganz genau, wo wir hin müssen. Wir müssen einfach nur da geradeaus an die Ecke, da wo es zum Feld reingeht. Weil wir haben mit Vlad und Niki FaceTime telefoniert und die haben gesagt, wo sie sind. Und da fliegen wir jetzt genau hin. Müssen sie da sein, weil da ist die Adresse. Ich fliege da jetzt einfach hin. Sie könnten auch gelogen haben. Aber sind Vlad und Niki, das glaube ich nicht. Leute, lasst jetzt alle direkt da. Da sind zwei Leute. Da. Geradeaus. Ich fliege genau auf sie zu. Der ganze Weg ist leer, aber genau zwei Leute laufen da. Und irgendjemand folgt denen. Da. Alter, da folgt denn jemand? Aber schwarze Jacke? Ah, das sind sie! Das sind sie, wir haben sie gefunden! Vlad und Niki, ihr seht es! Wir haben nicht gelogen! Aber warte mal, was machen die da? Streiten die, Flexi? Ja, früher waren die immer gut drauf und alles! Das sieht voll nach Stress. Warte mal, voll streiten nach die? Stress aus, Leute. Guck. Oh, doch, die machen so? Ja? Die streiten sich! Aber weswegen? Warum streiten Vlad und Niki? Es sind doch Brüder, Geschwister! Was hat der gezeigt? Der schlägt ihm so auf den Kopf. Und der hat irgendwo hingezeigt? Aber wieso streiten die sich? Ich glaube, in keinem Video haben die sich bis niemals jetzt niemals gestritten. Nie. Wir sehen die jetzt das erste Mal mit euch zusammen streiten. Sonst waren es immer Brüder, Vlad und Niki. Doch, guck, die spielen. Die Wrestling. Streiten oder spielen die? Oder schlagen die sich gerade? Die schlagen sich, oder? Doch. Ja, ein bisschen Brüder halt, oder? Die kämpfen, guck. Ah, doch, ein bisschen kämpfen sie auf jeden Fall. Also, aber wieso? Leute, wisst ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich die Schuld zuweisen, dass sie den Koffer vergessen haben. Der schmollt? Sagen, du hast den Koffer vergessen. Nein, du. Kann das kann sein, wegen dem Koffer. Beide schmollen. Hä? Ja, aber so kommen die nie zu uns. Wenn die jetzt die ganze Zeit so stehen bleiben, dann kommen die ja nie zu uns und unseren Fallen. Irgendjemand muss hier wohl nachgeben jetzt. Was ist mit aber unseren Pranks? Mal. Sieht so aus, als würde Vlad jetzt Niki auf... Ja? Hm. Entschuldigt sich? Oh, die entschuldigt... Er auch? Ja. Die geben sich Hand, ja, okay, interessant, spannend. Die geben sich eine Faust, gut. Sehr gut. Okay, aber jetzt laufen sie weiter. Aber hier, das ist doch Koffer. Das ist doch Koffer, oder? Ist ganz klar der Koffer. Weil der ist genauso rechteckig, genau doch, wie er es gezeigt hat. Die streiten weiter. Ah. Es gibt's doch nicht, wie Henne. Leute, wenn die so streiten, dann kommen die nie hier an. Und ihr wisst doch, wir haben extra unsere Pranks aufgebaut und ihr schreibt alle Pranks in die Kommentare. P-R-A-N-K, Freunde, Mann. Es kann aber nicht sein, Leute. Du weißt, wo es zu uns lang geht, oder? Rechts geht's ganz zu genau. Uns. Leute, wenn hier jetzt rüber rechts geht's laufen, rechts. Da lang, da und lang. Und einer, da. Hä? Okay. Hä, wem folge ich jetzt? Was machen wir jetzt? Warte mal, ich fliege einfach zurück, dann haben wir beide im Blick, ihr seht es. Ja, aber so kommt ja nur einer bei uns an. Links ist Niki, rechts ist Vlad. Dann komm her. Also wie es ausschaut, wird Vlad, also der im Orangen, denn jetzt dann kommt der alleine hier. Halt. Niki dreht um, okay. Der er rennt hinterher. Meinst du das? Ey, die streiten sich. Vor lauter Wut ist er in die falsche Richtung gelaufen. Kann sein, ich glaube, der hat den Weg vergessen, wo es ins Hauptquartier zu uns geht, zu was wir. Heftig. Oh mein Gott. Krass, kommen Leute, wir wieder zusammen. Das wird die Live auf zum Glück, aber wir sind ja extra hier losgeflogen, um zu sehen, ob die sich irgendwie bewaffnen, sich mit jemandem treffen. Nein. Aber es sieht so aus, als hätten sie die Wahrheit gesagt und kommen jetzt direkt sie zu uns. Sie waren auf jeden Fall da, wo sie es gesagt haben. Sie sind auf dem Weg zu uns. Das sie ist genau unser Weg. Nicht entdeckt. Das ist, schon das mal ist auch gut. Sehr wichtig.
Und aber sie streiten, das kann sich alles noch etwas hinziehen, oder? Du darfst aber nicht vergessen, Flexi, wir müssen noch unsere Fallen aufbauen. Dafür brauchen wir mindestens 5 bis 10 Minuten. Und so lange habt ihr auch noch Zeit, uns richtig geile Pranks und Fallen in die Kommentare zu schreiben. Weil ihr wisst ja, das was U steht für Unterhaltung. U für Unterhaltung, aber krass, es sieht echt so aus. U für Unterhaltung. Doch, die diskutieren die ganze Zeit darüber, wer die Koffer vergessen. Anstatt die zu uns mal laufen, weil hier kriegen sie doch den Koffer zurück. Von uns, von Kevin und Flexi, kriegen den Koffer zurück. Freunde, wisst ihr, was richtig krass ist? Wir haben auf unserem zweiten Teil gestern ein richtig geiles Video. Drohne überwacht den Freund von ihnen, nämlich Blippi in Real Life. Ey, ihr müsst euch unbedingt dieses Video anschauen. Klickt da oben drauf. Eines der krassesten Videos ever. Klickt auf den Link in dem angepinnten Kommentar. Ihr müsst unser Kommentar, klickt auf den Link. Blippi, Drohne überwacht. Hat uns bedroht. Der Typ ist der Wahnsinn. Blippi wollte uns, ich sag mal, nur das hier machen. Ihr müsst euch das Video ganz zu Ende anschauen. Wir brauchen da eure Hilfe bei dem Video. Klickt auf den Link oder in die Infokarte. Krass. Immer noch auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg und von da brauchen wir ungefähr noch 20 Minuten, 15 Minuten zu Fuß. Halt, die gehen woanders hin. Die gehen woanders hin. Also in dem Traktor wohnen wir auf keinen Fall, Mann. Das ist nicht unser Hauptquartier. Was mal? Ey, die Freunde, die wollen Traktor fahren? Nee. Ja, dann können wir übertrieben viel Zeit lassen für die Fallen, wenn die da noch Traktor fahren. Was ist, wenn die mit dem Traktor in unser Hauptquartier fahren? Dann wäre Hauptquartier platt. Schau dir mal das Ding an. Das Ding reißt jede Wand ein, das kann ich dir sagen. Was machen die denn da? Ja, die gehen zurück. Oh, Gott sei Dank. Überleg mal, die werden jetzt da noch eine Stunde gewartet. Was wäre dann? Ja, dann würden wir genug Zeit haben, die Fallen aufzubauen. Die sollen doch jetzt mal kommen. Die Leute wollen sehen, wie Platt und Niki in die Fallen laufen. Leute, wir bauen jetzt zusammen mit euch die Fallen auf. In 10 bis 15 Minuten kommen Drohne landen, Fallen aufbauen. Lass uns landen. Platt und Niki sind in 15 Minuten da. Das heißt, wir können jetzt noch ganz gemütlich mit euch zusammen die Fallen aufbauen. Pranks, Pranks, Pranks. Habt ihr eine Idee für einen guten Prank? Dann schreibt es mal in die Kommentare. P-R-A-N. Und ich würde mal sagen, wir fangen auch gleich draußen an mit dem ersten Prank. Aber wir müssen doch die Sachen holen. Ja. Unser erster Prank ist der Frischhaltefolien-Prank, Freund. Ihr kennt ihn. Der hat schon immer geklappt bei Phantom. Bei allen hat er funktioniert. Und den werden wir heute jetzt wieder aufbauen. Let's go. Dafür wickeln wir ganz viel Frischhaltefolie um das Gartentor hier, Freunde, und hoffen, dass sie danach hier gegenlaufen und umfallen. Weil die Frischhaltefolie durchsichtig ist, sieht man sie nicht und man muss einfach nur dagegen laufen, dann hat man sie schon mal blockiert. Freunde, der erste Prank ist fertig. Unser zweiter Prank ist der Klassiker, der Wassereimer-Prank hier über dieser Tür, Freunde. Der absolute Klassiker, deshalb wird doch als Thumbnail benutzt, der Wassereimer-Prank, aber diesmal füllen wir kein Wasser ein, sondern eine kleine Überraschung. Hier ist unser Wassereimer, da füllen wir jetzt ganz viel Wasser rein, weil diesen Eimer werden wir nachher auf den Kopf von der Tür stellen. Und als kleines Extra wird auch noch Gurkenwasser reingemacht. Wassereimer hatten wir immer, aber dieses Mal mit... Das riecht so ekelhaft nach Essig. Gurkenwasser, echtes Gurkenwasser. Und den machen wir jetzt oben auf die Tür. Diesen Eimer werden wir jetzt hier oben auf der Tür platzieren und wenn Vlad und Niki dann später die Tür aufmachen, wird der Eimer hoffentlich auf den Kopf fallen. Alles, das ist einer der lustigsten Pranks. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben und einen Daumen nach oben lassen und schreibt doch mal Prank in die Kommentare. Guck mal, wenn du jetzt die Tür aufmachst hier, Flexi, werden die komplett nass. Jetzt fehlt nur noch die GoPro, die alles filmt. Wir stellen jetzt hier die Kamera auf. Hier steht die GoPro mit dem perfekten Blick auf die Tür. Und wenn die reinkommen, werden sie hoffentlich nass. Ich freue mich so. Kommen wir zum nächsten Prank. Unsere dritte Falle nach dem Wassereimer-Prank ist dieser Stolperdraht. Mach, Flexi, mach mal. Wenn sie hier durchlaufen und den Stolperdraht berühren, wird diese Konfettikanone ausgelöst und die werden so komplett getroffen. Ach du Niki, voller Konfetti, das wollt ihr doch alle bestimmt sehen. Dann lasst mal alle ein Like da für diese krasse Falle. Der Prank ist der Wahnsinn. Nächster. Hier haben wir jetzt ganz viele Knallbonbons. Sie sehen aus wie Süßigkeiten. Aber wie der Name schon sagt, knallen sie. Hört mal hin, Freunde. Und wir hoffen, dass natürlich Vlad und Niki Hunger haben und Bock haben auf Süßigkeiten. Leg die mal hier hin, die werden sich dann erschrecken vor dem Ganz lauten genau, Knall. Die nehmen sich hier Süßigkeiten, ziehen dran und dann macht's Peng und sie erschrecken sich. Aber jetzt haben wir noch große Finale, Freunde. Auf jeden Fall dran mit raus. Unser nächsten Prank werden wir draußen aufbauen. Sie wollen hier unbedingt diesen Koffer haben. Und wenn sie alle Pranks durchlebt haben, kommen sie hierher raus. Und hier gibt's dann ein kleines Feuerwerk, Freunde. Ganz genau. Dafür haben wir eine Zündschnur und die werden wir gleich in unser Hauptquartier unten in die Kommandozentrale ziehen. Alles klar, Flex, ist der Koffer am Start. Alles die Vulkane sind am Start. Okay, und jetzt auf geht's. Zieh die Schnur. Jetzt ziehen wir die Schnur. Die Schnur wird abgerollt. Oh mein Gott. Und die geht jetzt runter in den Keller, Mann. Und wenn wir unten sind, melden wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt alle Fallen aufgebaut und bei jeder Falle eine Kamera aufgestellt, Freunde. Ich freue mich riesig drauf, wenn Vlad und Niki in Fallen kommen. Da sind sie schon. Oh mein Gott. Ja, da sind sie. Ganz klapp hat man sie gesehen. Und da kommt dann auch gleich jetzt die erste Falle. Lasst ein Like dafür, die erste die Falle. Die erste Falle, es ist transparent. Der Klassiker. Oh mein Gott. Und. Oh, yeah, jawohl! Er ist voll reingelaufen! Er hat sie nicht gesehen, er hat sie nicht gesehen! Die checken
sehen das nicht. Doch, warte. Doch, die sehen das was. Die haben es gecheckt. Aber nur einer ist reingelaufen. Halt! Und jetzt gehen sie unten durch. Micky hat's gecheckt. Vlad hat's nicht gecheckt. Sehr, sehr geil, Freunde. Richtig cool. Das sind zwei Brüder. Sie sind ja auch nicht gleich alt. Der eine ist ein bisschen größer, der andere ein bisschen kleiner. Aber die freuen sich jetzt, dass sie es geschafft haben, dass sie durchgekommen sind. Ich bin mal gespannt. Warte mal. Ah, jetzt soll Micky der andere sagt, vorgehen. Jetzt kommt aber der Wassereimer. Der Wassereimer, der absolute Klassiker. Ihr seht den Wassereimer da oben? Nein. Und zurückspulen, Alter. In Zeitlupe, Alter. Schau mal, genau getroffen, Leute. Ihr seht es aber was von genau kommt euch an. Boah. Richtig auf den Kopf. Besser geht's ja gar nicht, Leute. Wie krass war das? Hat er ein bisschen gelacht? Ich hab's auch gesehen. Vlad hat gerade ein bisschen über Micky gelacht. Aber die einmal gesehen. Egal. Egal, wichtig ist, dass der Prank funktioniert hat, Flexi. Oh, die sind ein bisschen wütend, glaube ich, jetzt. Weil, guck mal, er ist ganz nass. Leute, lass ein Like da, der Klassiker Wassereimer. Oh mein Gott, jetzt kommt die Kanone. Oh mein Gott, stolpert drauf. Alter, Achtung. Bitte funktionier, bitte funktionier. Da ist der Transit. Ja! Ja! Zeitlupe, nochmal zurückspulen. Jawohl. Schnell, Freunde, Wahnsinn. Oh mein Gott. Auch wieder voll getroffen. Direkt auf Vlad und Micky. Weil ich bin immer froh, wenn alle Pranks auch wirklich funktionieren. Es kann ja auch manchmal sein, dass einer nicht funktioniert. Jetzt aber alle kommen gleich die Knallbonbons. Ihr wisst es, das sieht so aus wie Süßigkeiten. Wir haben gesagt, Süßigkeiten. Wenn die daran ziehen, macht's Peng. Ich hab's euch ja vorgemacht vorhin. Ich hoffe, dass die darauf auch reinfallen. Die schmeißen hier alles um das Stativ. Das wir überleg mal, der eine kriegt Wasser ab, der andere Konfetti ab. Das seht ihr nur bei was wir. Deshalb like das Video. Echt geil. Oh, da, Achtung jetzt, Achtung. Da ist der Stuhl mit den Bonbons. Ja, da seht ihr die Bonbons. Ganz, ganz viele haben extra hingelegt. Die sieht schon mal gut aus, die der Hunger. Die wollen was essen, ein bisschen Süßigkeiten an Halloween. Jawohl, die haben wirklich dran gezogen. Das hat Peng gemacht. Will das essen. Die schauen rein. Hast du gerade gesehen? Vlad wollte es gerade essen, Freunde. Ich wollte gerade sagen, da ist nichts Essbares drin. Jetzt mach du Peng. Oh mein Gott. Jetzt haben sie alles gemacht. Was? Die sind richtig wütend. Wir gehen jetzt raus. Wir müssen die Zündschnur anmachen. Die Zündschnur müssen wir anmachen. Schnell, Flexi, mein Freunde. Ihr seht es. Wir haben von dem Koffer oben im Garten hier bis runter in den Keller eine Zündschnur gelegt. Wir müssen aber leise sein, weil Vlad und Micky sind jetzt genau über uns. Bist du bereit? Ja. Damit lösen wir das Feuerwerk aus. Bleibt auf jeden Fall dran. Es geht jetzt wirklich gleich los. Oh mein Gott. Alter, ihr seht es jetzt. Diese Zündschnur, die läuft jetzt. Die geht jetzt hoch bis in den Garten. Boah, bis zum Koffer. Ihr seht aber die Zündschnur noch. Die verschwindet jetzt. Die geht jetzt ganz nach oben, bis auf den Garten und da ist der Koffer. Ey Leute, lasst mal einen fetten Like, da schreibt nochmal Frank in die Kommentare. Wir wissen ungefähr, wie lang das ist. Auf die Kameras. Ganz bisschen. Komm, auf die Kameras. Da sind sie, Freunde, Mann. Oh mein Gott, die Zündschnur ist oben, ihr seht es. Ihr seht den Rauch. Ist hochgegangen. Die Zündschnur ist der Rauch und die wissen nicht, woher das kommt. Und die müssen eigentlich jetzt gleich den Koffer sehen. Eigentlich oh mein Gott, nicht, das doch bemerken. Da. Oh mein Gott, es geht gleich los, Leute. Achtung. Leute, ihr holt doch den Koffer, Vlad und Micky. Oh mein Gott! Ja! Es jawohl! Und ihr seht, Leute, sie können den Koffer nicht biegen! Weil unser voller Feuerwerk, Mann! Das Feuerwerk geht los, Mann! Flexi, check, High Five, Mann! So ein geiler Plan! Danke, Frank, in die Kommentare! Danke, danke! Halt! Sie haben den Koffer! Egal, das war doch unser Plan! Ja, ich will aber auch wissen, dass sie wirklich gehen! Gehen sie! Sie gehen! Leute! Oh mein Gott! Doch, wir gehen über den Zaun. Sie sind weg. Das heißt, lass uns hochgehen und schauen, ob sie wirklich weg sind und die Daumen aussehen. Komm mit. Was Vlad und Micky nicht wissen, ist, dass wir den Inhalt ausgetauscht haben. Wir haben den Inhalt von dem Koffer hier reingepackt. Das bedeutet nämlich, der Koffer, den sie haben, ist total leer. Und mit diesem Vorwand werden wir sie heute hoffentlich zurücklocken hier in unser Hauptquartier und ihnen dann die Masken abziehen. Deshalb müsst ihr alle auf jeden Fall dranbleiben. Lasst jetzt mal alle ein Like da und schreibt Masken in die Kommentare. Weil die Masken werden heute dran glauben in dieser Folge. Wollt ihr mal reingucken, was in dem Koffer von Vlad und Micky drin war, Mann? Oh nein! Das ist viel zu krass, Cayman! Okay, du hast recht, Flexi, Mann. Es geht hier heute um die Masken. Wir wollen wissen, wie Vlad und Micky unter den Masken aussehen. Der Inhalt ist nur das Lockmittel, dass Vlad und Micky wieder zurückkommen zu uns ins Hauptquartier. Uff, jetzt. Leute. Deswegen werden wir jetzt heute versuchen, Vlad und Micky anzuschreiben per WhatsApp und ihnen dann diese böse Nachricht, dass wir Geld bekommen. Weil ich kann mir vorstellen, dass Vlad und Micky richtig gut drauf sind, weil sie ihren Koffer zurückhaben. Happy. Aber der ist leer ohne Inhalt, den haben nämlich wir. Und jetzt schreiben wir den gleich sofort. Micky, warte, gib mir mal den Koffer. Wie einfach war das denn? Cayman und Flexi sind so doof und ihren Fallen waren ein Kinderspiel für uns. Micky, lass uns den Koffer jetzt schnell zu unserem Boss bringen.
Wir werden jetzt Vlad und Niki diese krasse Botschaft übermitteln. Cayman, hast du die Nummer von Vlad und Niki noch? Warte, ich schau. Leute, nächste Woche ist Halloween! Freust du dich auf Halloween? Wenn ja, dann like mal alle dieses Video und schreib's in die Kommentare, als was du dich verkleidest. Ich hab die Nummer gefunden. Hast du die Nummer? Jawohl! Hallo, Vlad und Niki! Absenden. Jawohl. Was ist denn Niki? Warum schreibt uns Cayman und Flexi jetzt eine Nachricht? Ja, Niki, du hast recht. Antworte denen einfach kurz, dann hat sich die Sache. Flexi, sie haben geantwortet, Freunde, es hat funktioniert, die Geister. Und was haben sie geschrieben? Sie schreiben, hallo Cayman und Flexi, eure Fallen waren kinderleicht und haben uns nicht abgehalten, unseren Koffer zurückzuholen. Freunde, was sie nicht wissen, ist, dass der Inhalt leer ist. Das war alles mit Absicht. Weißt du was, ich schreibe den jetzt sehr gerne. Seid ihr euch da ganz sicher, dass ihr den Koffer zurück habt? Zwinker, Smiley. Wir wissen es natürlich, dass sie ihn haben. Aber die wissen, sie haben den Koffer, aber ohne... Was? Hä? Natürlich sind wir uns da sicher. Wir haben ihn doch gerade in der Hand. Ah, einer von den beiden trägt den Koffer wohl gerade. Ihr seht den Text ja hier drüben. Ihr könnt ja alles mitlesen. Frag nochmal ganz sicher, ob sie auch wirklich den Koffer haben. Okay. Ich habe geschrieben. Ich frage euch nochmal. Seid ihr wirklich zu 100% sicher, dass ihr euren Koffer wieder habt? Das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, aber die sind ja 100% sicher. Weißt du, was das auch bedeutet? Hm? Sie haben noch nicht reingeschaut. Stimmt. Sonst würden die gar nicht so freundlich schreiben und sagen, recht. Ja, wir haben den Koffer. Wenn die wüssten, dass da gar kein Inhalt drin ist. Der Koffer ist einfach leer, Leute. Der Koffer ist leer. Nettes Bild schicken die Leute. Ihr seht es bald. Beide sind da. Und der Koffer ist drauf mit unseren Autogrammkartis. Alter, weißt du was? Ich schreibe den jetzt. Haha, okay. Sehr ihr schön. Habt ja wirklich den Koffer. Haben sie echt. Aber habt ihr mal den Inhalt des Koffers überprüft? Und ihr wisst, der Koffer ist leer. Wenn die jetzt reinschauen, weißt du, was das bedeutet? Die werden wahrscheinlich komplett ausrasten. Wenn die jetzt den Koffer öffnen und der Koffer ist leer... Wir wollen ihr die Maske abziehen, wir müssen sie ja herlocken. Und wir können sie ja nur herlocken, indem der Kofferinhalt leer ist. Eben, weil wir den Inhalt haben. Sie schreiben, was soll damit sein? Hä? Die haben noch nicht mal geöffnet, Alter, haben die. Warte, ich schreibe denen was richtig Krasses, Mann. Wirklich, schreib mal echt. Habt ihr noch nicht in euren Koffer geschaut? Die haben echt noch nicht reingeschaut. Wie krass ist das denn, Leute? Warum gucken die nicht rein? Das Erste, was ich mache, wenn mir was wirklich wichtig ist und es zurückbekomme, ich überprüfe den Zustand. Ich glaube, die waren so gut drauf und sind einfach mit dem Koffer abgehauen, ohne in den Koffer zu schauen. Wie du gerade gesagt hast, sie schreiben, nein, wir waren damit zu sehr beschäftigt, abzuhauen für euch. Ich hab's gerade... Das ist ja Wahnsinn. Leute, lasst mal alle ein Like da. Wie krass ist das denn? Die haben echt noch nicht in den Koffer geschaut. Das ist echt verrückt, Mann. Ich verstehe es einfach nicht. Die sind so wichtig. Das wäre mein erster. Das würde ich als allererstes machen. In den Koffer schauen, ob der Inhalt drin ist. Ich habe geschrieben, wir würden euch mal raten, jetzt direkt in den Koffer zu schauen. Koffer auf, reinschauen. Und wenn die es jetzt machen, du weißt, was das bedeutet. Glaub, die werden einen leeren Koffer sehen. Komplett ausrasten. Der Koffer ist leer. Na warte, wenn das stimmt, raste ich aus. Wie geht das Ding auf Niki? Oh mein Gott, er ist leer. Was soll der Scheiß? Verdammte Kacke. Kacke stinkt. Kackawurst in Klo machen, verdammt. Ja, Niki, ich weiß, du bist taubstumm, aber ich sehe, dass du auch traurig und wütend bist. Cayman und Flexi haben uns wieder verarscht. Was sollen wir denn jetzt machen, Niki? Ich weiß es auch nicht. Wenn das unser Boss herausfindet, sind wir am Arsch. Wir brauchen den Inhalt zurück, egal was sie wollen. Schreib ihnen, dass sie Schweine sind. Ganz miese, blöde Schweine. Alter Mann, Flexi, die haben geschrieben, die erste Nachricht, nachdem sie in den Inhalt des Koffers geguckt haben. Und was haben sie geschrieben? Oh mein Gott, ihr Schweine! Wir? Was habt ihr mit unserem Inhalt gemacht? Wo ist der Inhalt hin? Alter, Flexi, Mann, wir alle wissen, wo der Inhalt ist. Nämlich bei uns im Hauptquartier. Und wir haben den leeren Koffer. Alter, wir haben wirklich Freunde, die sind komplett ausgerastet. Ey, ihr merkt, jetzt wissen sie es, dass wir sie verarschen. Weil der Inhalt, oh mein Gott. Schreibt zurück. Ja, ich habe jetzt geantwortet. Wir haben ihn ausgetauscht. Wir sind Cayman und Flexi. Und das war die Idee unserer Fans. Vielen Dank dafür, dass ihr in die Kommentare geschrieben habt, dass wir den Inhalt rausnehmen sollen, damit wir die da richtig verarschen können. Ein kleines Tauschspiel. Inhalt rein, Inhalt raus, Koffer leer, Koffer leer. Sie schreiben, gib uns den Inhalt sofort zurück. Sollen wir wirklich den Inhalt Vlad und Niki zurückgeben? Bist du dir sicher, Cayman? Sollen wir wirklich zurückgeben?
Schwierig. Ich denke, nee, machen wir auf keinen Fall. Weißt du was? Die sollen lieber. Komm, ja, was? Ja, natürlich! Die sollen lieber hierher kommen. Das ist ja unser Plan. Hoffentlich geben wir den nicht, aber wir tun nur so. Wir schreiben sehr gerne. Wenn ihr den Inhalt haben wollt, kommt einfach vorbei. Kommt vorbei. Wisst ihr, wo wir wohnen. Ihr dürft gerne vorbeikommen und euch den Inhalt hier persönlich bei uns abholen. Ich schreibe dir noch eine Nachricht. Welche? Welche? Wir versprechen euch, diesmal gibt es keine Fallen. Diesmal gibt es auch wirklich keine Fallen. Leute, dieses Video hat die Fallen haben wir im letzten Fallen. Video aber aufgebaut. Ganz genau, Freunde. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, klickt mal da oben ey, drauf. Guckt es an. Vlad und Niki geprankt. Denen ist ein Wassereimer auf den Kopf gefallen. Die haben alles Mögliche. Es war so lustig. Sehr viele Pranks an Vlad und Niki. Schaut euch die Folge bis zum Schluss an. Oh, oh. Sie was ist? Das glauben wir euch nicht. Wie? Ihr habt bestimmt wieder irgendwas vor. Nein, schreibt wirklich, dass wir haben diesmal gar nichts vor. Ihr dürft einfach vorbeikommen und euch den Inhalt abholen. Ich nicht mehr, nicht weniger. Ich habe geschrieben, nein, wir haben nichts vorbereitet. Wir werden es euch versprechen. Wir haben nichts damit zu tun. Hoch und heilig versprechen wir, es gibt keine Fallen. Ganz einfach. Ja. Ich will ja, wir wollen ja, dass die herkommen, Vlad und Niki. Seid ihr euch da sicher? Was? Natürlich sind wir da sicher. Natürlich sind wir uns sicher. Es gibt keine Fallen, kein doppelter Boden, nichts. Ja, wirklich. Ihr könnt jetzt kommen und euren Inhalt abholen, habe ich geschrieben, Mann. Er liegt bereit auf dem Tisch für euch. Ganz einfach. Okay, sie glauben uns. Du kennst den Plan, Niki. Du gehst zum Bus und holst Verstärkung und ich gehe alleine zu Keinen und Flexi. Wir sehen uns, Bruderherz. Pass auf dich auf, mein kleiner Taubstummer. Denkst du, Kämen, die kommen wirklich hierher, um diesen Inhalt wieder zurückzuholen? Also, das ist schon... Warte mal. Jetzt sehen wir es ja gleich. Sie haben geschrieben, Freunde. Und was? Okay, wir beide kommen. Und wir beide sind jetzt auf dem Weg. Jawohl, sie kommen. Und hier ist der Inhalt. Und das bedeutet für uns, wir wollen ja heute die Maske von Vlad und Niki abziehen. Ich will wissen, wie die drunter aussehen. Deshalb schreibt alle mal Maske in die Kommentare. Und du schreibst, sie sollen sofort hierher kommen. Alles klar, bis gleich. Und das bedeutet, wir müssen jetzt zusammen mit euch die Tür öffnen und die Falle vorbereiten. Die Tür öffnen, wir lassen sie herzlich willkommen. Und wir brauchen einen richtigen Müllsack, dass wir sie wirklich zwei Müllsäcke diesmal, zwei. Weißt du was? Das verstecken wir jetzt runter. Genau. Und jetzt komm, let's go. Ich bin Vlad und bin stärker als Keinen und Flexi, das wollte ich nur mal gesagt haben. Kameramann, komm jetzt mit und folg mir. Ihr habt es ja gerade selbst in dem WhatsApp-Chat gelesen. Vlad und Niki sind auf dem Weg zu uns. Flexi, unser Plan geht auf, Alter. Ja. Unser Plan geht wirklich auf. Und auch dank euch. Deshalb lasst alle mal jetzt noch ein Like da. Wir wollen wissen, wie die unter der Maske aussehen. Wie sieht Vlad und Niki unter der Maske aus, Mann? Das ist jetzt unser Plan. Das heißt, die kommen jetzt hierher. Die sind bald da. Wir werden uns verstecken, holen uns einen Müllsack. Packen sie in den Müllsack und dann haben wir sie. Machen wir jetzt. Und wir nehmen euch mit. Wir machen als erstes mal die Tür auf, dass Vlad und Niki hier komplett durchlaufen. Wir wollen ja, dass sie kommen, reingehen und dann warten wir auf den Überraschungsmoment wird zuschlagen, aber Flex, ja, lass uns da mal kurz verstecken. Ja. Jeder von uns hat eine Mülltüte, nämlich einmal für Vlad und einmal für Niki. Und jetzt verstecken wir uns hier. Ich werde Vlad oder Niki schnappen und du schnappst den, der auf deiner Seite ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, die kommen bald. Leute, ihr könnt es nur noch warten und hoffen. Und in der Zeit lasst alle noch mal ein Like da. Tack, tack. Auf geht's. Aber halt! Wo ist Niki? Wo ist dein Bruder? Rede! Er sagt nichts! Warte, warte! Wenn hier er ist, dann ist sein Bruder draußen und er lauert auf uns! Leute, ihr kommt mit! Niki kann eh nicht davon, Vlad und auch nicht fahren! Niki muss hier irgendwo sein, Flexi. Wo ist denn der Bruder? Freunde, das kann doch nicht sein, dass er alleine kommt! Niki muss hier irgendwo sein, der wartet auf uns, hundertprozentig, Mann! Wo ist Niki? Habt ihr eine Idee, wo Niki ist, Leute? Dann schreibt's mal in die Kommentare und lasst alle nochmal Wir wollen nämlich auch Niki die Maske abziehen, nicht nur Vlad, wir wollen beide die Maske. Wieso ist der alleine da? Ich verstehe das nicht! Jetzt in die Kommentare, aber sofort, Mann. Für ID, Alter. In die Alter. Kommentare schreiben und für ID alles das heißt, klar. Nein, warte. Wenn ist er vielleicht im Garten? Auf der anderen Seite. Sitzen bleiben. Wo ist Niki? Wo? Komm, was?
Siehst du ihn? Nein, ich sehe ihn nicht. Hallo. Wo ist Niki, Leute, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, Niki ist einfach nicht da, Leute. Wir wollten echt, wie gerade eben schon gesagt, Vlad und Niki die Maske abziehen. Jetzt können wir nur Vlad die Maske abziehen, oder was? Wieso denn, Mann? Wieso ist er auch alleine gekommen? Da stimmt irgendwas nicht, Leute. Ihr wisst es doch. Die sind immer zu zweit unterwegs. Leute, wir gehen jetzt zu Vlad. Auf geht's. Vlad, Mann, wo ist dein Bruder Niki? Wir haben alles gesucht. Vorne im Haus, hinten im Garten. Er ist einfach nicht da. Wo ist er? Das verrate ich nicht. Das kann doch nicht sein. Ihr trennt euch nie. Ihr kommt immer zu zweit. Ihr wart immer zu zweit hier und läuft auch zu zweit rum. Wo ist dein Bruder? Ich sag es euch nicht, verdammt nochmal. Warum verrätst du uns es nicht? Was ist denn daran so schlimm? Wir verhören dich hier gerade. Sag endlich mal was. Deine Maske wird heute so oder so abgezogen. Nein, das glaube ich euch nicht. Glaubt es nicht mal. Hol mal den Enizilator. Leute, wir brauchen jetzt unbedingt den Enizilator. Vielleicht machst du dann deinen Mund auf. Leute, kennt ihr das noch? Der Enizilator, der Originale. Vielleicht wirst du jetzt mal reden. Oh nein, bitte nicht den Enizilator. Und? Stopp, halt, stopp. Wo ist Niki? Okay, ich verrate es euch. Er holt Verstärkung. Wie? Wie er holt Verstärkung? Verstärkung, ja. Wie er holt Verstärkung? Wen wird er bringen? Verrat uns! Flexi mit dem Enizilator, wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist, aber er kommt gleich mit einer ganzen Armee. Habt ihr das gehört? Ich hab dir gesagt, die trennen sich so gut wie nie. Nein, warte, dann haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Weil wenn der Bruder hier ist mit der Verstärkung, dann haben wir verloren im Hauptland. Hier, Leute, lasst alle mal ein Like da und schreibt Maske in die Kommentare, weil es ist so weit. Wir ziehen ihm jetzt die Maske ab. Erstmal dieses Hütchen hier weg. Okay, schaut euch durch an. Was soll das? Ich bin immer noch blank. Bist du bereit? Oh, ich weiß es nicht, Mann. Erstmal die Augenbinde, es ist doch keine Maske. In 3, 2, 1, boah! Haha, und jetzt? Und? Mir egal. Oh, jetzt siehst du nicht mehr so cool aus. Er hat uns zwar gesagt, dass er Verstärkung bringt, aber wir haben dir gesagt, dass wir dir auf jeden Fall die Maske abziehen werden. Du bist heute dran! Ihr lasst jetzt nochmal einen fetten Like, da schaffen wir die 2000 Likes. Wir werden dir die Maske abziehen, egal ob dein Bruder Verstärkung holt oder nicht. Leute, in 3, hört auf. 2, bitte nicht. 1, ja! So sieht der aus, Leute! Genau so! Oh mein Gott! Sieht oh mein aus. Gott, Flexi, stopp! Was ist denn? Was bist du? Das bist du, Flexi! Hä? Flexi, geh mal daneben! Was ist hier los? Hä? Ich bin Flexi Taki Taki, hahaha. Ha, ha. Was geht hier denn jetzt ab, Flexi? Das bin aber nicht ich! Ich bin Flexi! Ihr wisst doch alle, dass ich Flexi bin! Wenn ihr das wisst, dann lasst mal alle jetzt ein Like da und schreibt mal Flexi in die Kommentare! F-L-E-X-I! Schreibt mal alle bitte mal meinen Namen, weil ich bin Flexi und nicht Vlad Flexi, Niki Flexi! Vlad, was hast du hier gemacht? Ich hab euch richtig verarscht, lol. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Der verarscht uns nach Strich und Faden. Ich sag dir was, das hat auch was mit seinem Bruder zu tun. Verarscht uns nach Strich wo und Faden. Wo ist dein Bruder? Verrat uns, wo dein Bruder ist. Nie im Leben werde ich euch das sagen. Wenn du es uns nicht verrätst, ziehen wir die letzte Maske auch ab. Verrat uns, wo dein Bruder ist. Okay, okay, ich sage es euch. Niki geht zu John Park nach Hause. Nein. Gibt's den noch? Alter, der geht zu John Park ins Hauptquartier? Ich dachte, John Park ist für immer weg. Weißt du was, Mann? Freunde, Vlad ist hier gefesselt, der kann nicht weg. Was hältst du davon, wenn wir mit der Drohne sofort ins Hauptquartier für John Park fliegen? Denkst du, da ist dein Bruder? Bist du dir ganz sicher? Sollen wir ihm glauben? Wir können's probieren. Glaubst du ihm? Glaubst du ihm? Guck dir mal Vlad, Flexi, Mann, an. Flexi, Vlad, guck ihn euch mal an. Die sind genau. Oh mein Gott. Die sind verrückt. Das Mal glaube ich sogar, dass er zu John Park rennt. Deshalb müssen wir auf jeden Fall jetzt in der letzten Folge haben wir nämlich Vlad und Niki verarscht und da haben wir die erwischt, Alter, Leute. Und wenn ihr die Folge nochmal sehen wollt oder einfach noch mal anschauen wollt, dann klickt jetzt da oben drauf und lasst auch ein Like da, so wie in diesem Video. Like das Video! Mit der Drohne fliegt sofort los, oder? Nein, nein, nein. Wenn schon Pork im Spiel brauchen wir eine andere Drohne. Nicht unsere kleine, normale Drohne. Wir brauchen dazu die Panzerdrohne! Das ist unsere Panzerdrohne, ihr kennt sie und wisst, wie sie aussieht, man, sie ist richtig fett. Und wenn schon Pork am Start ist, heißt das, wir fliegen nur mit dieser Panzerdrohne. Ich würde sagen, Mann, wir finden jetzt auf jeden Fall Niki und fliegen sofort zu John Pork. Wir müssen. 3, 2, 1, let's go, Abflug! Wir sind jetzt auf dem Weg zu John Pork nach Hause, zu seiner Farm und ihr seht es, sie ist ganz vorne. Cayman, da ist jemand! Was, da läuft jemand, da! Du hast recht. Bei diesem LKW oder was? Denkst du, das ist Niki? Ich hoffe es. Alter, ich glaube, das sieht nach Niki aus. Wir fliegen näher, Freunde. Er hat doch gesagt, der läuft direkt zur Pork-Familie. Zum Pork, ihr wisst schon, Bauernhof. Alter, das ist das Zuhause. Schau es dir an, Flexi. Es ist Niki mit dem Koffer. Mit dem leeren Koffer, Mann. Aber es ist wirklich. Warte mal. Er hat doch was in der Hand, oder? Telefoniert. Nicht der Koffer. In der anderen Hand. Er telefoniert, Freunde. Aber mit wem könnte er telefonieren? Mit John Pork etwa? Nein. Der ist doch schon fast da. Denkst du, der telefoniert mit ID? Mit wem telefoniert denn jetzt hier Niki? Ich habe keine Ahnung, Mann. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Wir haben Niki gefunden und der Bruder Vlad. Flexi in die Kommentare. In die Kommentare. F-L-E-X-I. Und das Krasseste ist, Leute, Vlad sitzt doch bei uns gefesselt. Flexi, da ist jemand, ein Auto. Oh mein Gott. Der legt auf und da kommt ein Auto.
Das ist John Pock. Oder sein Kollege. Der trifft sich vielleicht mit jemandem. Mit dem er telefoniert hat. Warte, warte. Und das Fenster geht runter. Oh mein Gott, die reden. Was reden? Oh, ich hör's nicht. Guck mal, da sitzt auch jemand mit was Gelbem drin. Aber er kann weiter. Nein, nein. Der Bruder kann's nicht sein. Der sitzt bei uns gefesselt da. Das muss noch mal jemand Neues sein. Wer Leute, kann, habt ihr eine Idee vielleicht, wer da jetzt aber in dem Auto sitzt? Aber guck mal, das Auto fährt vor. Das fährt vor zu John Pock. Dann schreibt's in die Kommentare. Wer könnte in diesem Auto sitzen? Was ist es, wenn es Papa Pock oder Lola Pock ist, Freunde? Einer von den zwei könnte es doch sein, oder? Lola Pock, Papa Pock oder jemand ganz Neues aus der Pock-Familie. Warte mal. Oh. Der dreht um. Hey, wieso dreht er um? Niki dreht um. Warum dreht jetzt Niki um? Warte mal. Der umklammert diesen Koffer immer die ganze Zeit. Der kniet sich hin. Denkst du, der hat Angst? Der hat Angst. Natürlich! Der hat Angst, doch Leute! Gehen, Freunde. Weil was wir? Der Koffer ist ja leer. Da ist ja der Inhalt weg. Und er hat Angst, dass John Pock ihn bestraft. Er weiß, er kriegt Ärger von John Pock. Er weiß es. Natürlich. Weißt du warum? Schau, er schüttelt, der Koffer ist leer. Von wem kam der Koffer? Von Lola Pock. Von der Schwester von John Pock. Und John Pock ist der Chef, und der Boss. Und Niki haben einfach den Inhalt verloren, weil wir sie ausgetrickst haben. Leute, nochmal richtig geil. Danke an euch, das war eure Idee. Leute, supportet uns, supportet euch selber. Wir supporten euch, deshalb lasst alle mal ein Like da. Okay, ich glaube, Vlad und... Traut er sich doch jetzt? Was macht Niki? Doch, er traut sich. Niki traut sich? Niki traut sich doch, er geht hin. Er geht zur Tür. Ihr wisst, das ist der Eingang von der Familie Pock. Er klopft. Er klopft, Freunde, er klopft. Oh mein Gott, er klopft. Ich bin gespannt, wer kommt. Wollen wir sehen, wer kommt. Vielleicht kommt Papa Pock. Lola Pock? Oh mein Gott, da ist jemand! Das ist John Pork! Es ist der echte John Pork. Ihr seht es, 1:1, da gibt es keine Unterschiede. Schaut es mal, John wie brutal er aussieht, John Pork. Okay. Alter, der reibt sich die Hände, Mann, was macht der? Der weiß selber nicht, der freut sich bestimmt, wenn jemand einfach so bei ihm klopft. Glaube ich nämlich eher nicht. Und Niki ist so klein, dass man gar nicht über den Zaun gucken kann, so. Wollen wir sehen? Ah, jetzt, er hat ihn erkannt. Jetzt hat er ihn erkannt. Ja. Die grüßen sich. Okay. Hä, schau Niki mal! Fragt, ob er rein darf. Ja? John Pork nickt, er macht natürlich auf. Weil Niki hat ja immer noch den Koffer. Du weißt, nur John Pock weiß nicht, dass der Koffer leer ist. Und jetzt unterhalten die sich. Leider haben wir kein Mikrofon an der Drohne, sonst könnten wir denen ihre Unterhaltung mithören und ihr hättet was zum Hören, Freunde. Aber Leute, ihr wisst es geht zu 100% um den Koffer. Es geht um den Koffer. Leute, schaut genau hin. Was passiert da? Du hast gesehen, was John Pock hat gemacht. Daumen hoch, er hat auf den Koffer gezeigt. Daumen hoch, gut, dass du den Koffer dabei hast. Endlich. Ah, vielleicht fragt John Pock noch, warum er alleine kommt. Stimmt, ihr wisst doch, Plato, Niki, immer zu zweit. Jetzt wird's spannend, er legt den Koffer ab. Oh, jetzt, natürlich, John Pock will reinschauen. Leute, ist doch logisch. Alter, guckt euch diese positive, kranke Haltung von John Pock an. Mächtig, 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 mächtig. Ja, er will unbedingt jetzt seinen Inhalt vom Koffer wieder haben, würde ich mal sagen. Aber was sich Niki denken muss, Mann, das sind wahrscheinlich seine letzten Minuten, ey. Oder wenn sagt er ihm jetzt vielleicht gerade, dass der Koffer leer ist, weil er so oft auf den Koffer haut? Ah. Nee. Okay. Sieht nicht so aus. Alter, John Pock öffnet den Koffer, Freunde. Ja. Und schau mal, Niki geht weiter weg. Oh mein Gott, ihr habt recht. Niki geht ein paar Schritte zurück. Okay. Er fässt sich an den Kopf. Er sagt, er kann nichts dafür oder was? Was geht wenn jetzt John Pock den Koffer öffnet und merkt, dass der Koffer leer ist. Oh mein Gott, er öffnet ihn. Alter. Er sieht jetzt, dass er leer ist. Ah! Leerer Koffer? Und er ist runtergerutscht direkt. Er hat ihn gleich. Alter, guckt dir den Blick an von John Pock. Oh mein Gott, jetzt. Schaut jetzt, euch Leute. An. Ihr seid live dabei. Es geht ab, Mann. John Pock bemerkt jetzt, dass der Koffer leer John ist. John Pock ist völlig akku. Und dass Niki ihn angelogen hat. Oh mein Gott, das ist ja ein richtiges Familiendrama. Schau mal, wie nah der dran geht. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Jetzt, John Pock rastet aus. Ja, Leute, Mann, was passiert mit John Pock? Oh mein Gott, der arme Niki. Seht ihr das, was John Pock macht? Der greift ihm an den Hals, an die Gurgel. Vlad, wenn du wüsstest, was hier passiert! Alter, dein Bruder wird gerade richtig hart rangenommen, Mann! Oh mein Gott! Oh, habt ihr das gesehen? Leute, Leute, wir können ja nicht sagen, was passiert ist! Und der macht hier. Alter, John Pock ist sowas von Akku. So habe ich John Pock nicht mehr bei uns erlebt. Und das Verrückte ist, wir haben den Inhalt. Wir haben immer noch den Inhalt des Koffers von John Pock bei uns zu Hause im Hauptquartier. Guck mal. John oh mein Gott, die streiten richtig. Nein, die streiten. Der hebt ihn hoch. Der hebt ihn hoch. Sein Hut fällt runter. Oh mein Gott. Alter, der hat den richtig mit zwei Händen einfach so hochgehoben. Ich weiß nicht, ob mir jetzt Niki leid tun soll, aber eigentlich nicht, oder? Nee, die haben uns verarscht und wir haben zurück verarscht. Und so jetzt ist die Geschichte. Kriegt er seine Rache, aber nicht von uns, sondern von John Pock. Ihr wisst doch, jetzt was wir, das U steht für Unterhaltung. Alter, und er wird jetzt den Koffer aufheben, Mann. Was wird denn John Pock sich dabei denken? Was soll er aber mit dem Koffer denn noch machen? Der Koffer ist doch leer. Er bringt ihm es den Koffer. Aber es bringt doch nichts. Er zeigt ihm den Koffer, dass er leer ist. Ja, dass er leer ist, das weiß doch John Pock. Er sagt, hier war es drin, er ist nicht zu 100% drin. Hier war es drin. Das Zeug, was wir rausgeholt haben, weiß, Freunde. Aber John Pock weiß das ja. Er weiß ja, er wusste, was drin ist. Nur, dass er leer ist, das weiß er jetzt auch. Alter, heftig, Mann. Oder? Er sagt, bitte verzeih mir, wahrscheinlich... Oder er sagt, ich sag doch! Ja, John Pock weiß, dass der Koffer leer ist. Was fängt er denn mit einem leeren Koffer an? Wie krass. Was willst du denn mit einem leeren Koffer? Ihr seid live dabei, wie...
Alter, wie ja, ich wusste es. Ja. Der tritt den Koffer, Koffer. Es geht um den Inhalt und nicht um den Koffer. Niki bittet auch gerade um Verzeihung. Er geht auf die Knie. Er entschuldigt sich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Was soll er sonst machen? Der Koffer ist leer, kein Inhalt. Er muss sich irgendwie entschuldigen. Weil du siehst, John Pork ist schon richtig aggressiv. John Pork sagt, geh auf den Boden, bleib auf dem Boden. Leute, man schreibt jetzt alle nochmal Flexi in die Kommentare. Das ist übrigens Flexi, Mann. Taki, taki, chaka, chaka. Oh mein Gott, schau, er fleht ihn an. Niki fleht John Pork an ihn. Das ist seine Entschuldigung. Warte mal. Nikis Entschuldigung. Was passiert? Das ist ein Hammer! Alter, das ist doch ein Hammer, oder? Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen dürft, Freunde. Das ist ja ein echter Hammer. Warum holt jetzt John Pork einen Hammer? Ein Hammer für Niki. Warte, vielleicht macht John Pork, will ihm nur Angst machen. Will Niki ein bisschen Angst machen. Weil er hat versagt. Vielleicht will auch John Pork einfach Niki nur beweisen, dass er hammerhart ist. Das kann natürlich auch sein. John Pork ist wirklich böse. Hey, pass auf, Mann. Mach die Drohne nicht zu nah. Ich will nicht. Guck mal, er läuft um ihn rum. Eben, eben. Leute, die Drohne darf auf keinen Fall irgendwo dagegen fliegen oder. Ihr seht, ich bewege mich ganz langsam. Ich bewege mich nicht schnell. Ich bin ganz weit oben, damit wir die Drohne eben nicht nochmal crashen. Und das Gute ist, die zwei schauen auch nicht in den Himmel. Weil die sind gerade beschäftigt mit sich selber. Die sind voll in Rage, Mann. Die bemerken uns gar nicht. Wir können alles live beobachten. Ein bisschen näher jetzt. Aus dem Geheimen. Geht jetzt mein Gott, was ist da? Den Hammer in die... Aber für was denn? Weiß um mir Angst zu machen, oder? Hat die Wahrscheinlichkeit Angst. Eben, sagt, eben, du eben. Hast verkackt, du bist ein... Wow! Habt ihr das gesehen? Hast du es gesehen? Vielleicht? Der hat den... Alter, der liegt? Was ist mit Niki passiert, Mann? Oh mein Gott, John Pork ist richtig sauer. Leute, 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 John Pork ist wirklich sauer. Und Niki bewegt sich keinen Zentimeter mehr. Niki liegt da regungslos auf dem Boden. Der hat den Helm genommen. John Pork an. Ohne Skrupel, ohne Gefühle läuft er nur hier rum. Und jetzt hat John Pork in der Hand einen Hammer und Alter, auch noch Nikis Helm. Er schaut, ob sich Niki bewegt. Der Fuß hast du gesehen. Wenn ich es nicht gesehen habe, nein. Nein, spul zurück. Nein, der liegt immer noch da. Der liegt so wie gerade eben. Der bewegt sich kein Zentimeter. Alter, Freunde, Mann, wir sind hier kein Live-Zeuge eines. Was oh weiß Gott, ich kann es gar nicht aussprechen, Mann. Aber John Pork ist sauer. Ich würde jetzt am liebsten John Pork nicht begegnen. Wie er ihn anguckt. Der ist der Koffer, der leere Koffer. Er ist sauer, dass der Koffer leer ist. Wirklich. Ich versteck mich mal lieber hinter dem. Hey, hoffentlich treffen wir heute nicht John Pork. Den Koffer noch mal weil getreten. Der ist so sauer, da hätten wir keine Chance, wenn er so sauer ist. Ohne Witz. Mit einem Hammer und auch noch warte mit Nikis Helm. Warte mal, warte mal, warte mal. Du hey, er geht. Der geht, Alter. Wir müssen. Alter. Wieso geht der? Und wo? Nein. Wo geht der hin? Nach links, links. Geht's zu uns. Da geht's zu uns, Freunde. Da geht's zu uns. Da wo schon. Ihr habt gesehen, von der Seite ist auch Niki gekommen, weil er ja von uns abgehauen ist. Alter, soll ich mal zu Niki fliegen und gucken, wie es denn geht, ob er noch schaut? Schau mal, ey, der muss sich doch bewegen können. Da können wir auch seinem Bruder Bescheid geben. Guck mal kurz, wie es Niki geht. Wie geht's? Nee. Koffer liegt leer und Niki liegt immer noch regungslos auf dem Boden. Wahnsinn. Vlad, Mann, Niki liegt auf dem Boden, Mann. Wir können nichts machen. Wir müssen jetzt... Der rennt! Bock. Der rennt zu uns. Der rennt wirklich? Willst du mich verarschen, Mann? Wenn jetzt... Alter, der will den Inhalt... Wenn der zu uns kommt und sich den Inhalt schnappt, dann sind wir dran. Als warte, Leute. Der will den Inhalt wir haben. Dürfen noch nicht dran sein, Leute. Lass, immer lass, mal like da, lass mal ein Like da, lass mal ein Like da. Was machst du hier in der Tanne, Mann, ey? Wie jeder normale Mensch auch um 3 Uhr nachts schlafen natürlich. Alter, ich hab dich die ganze Zeit gesucht im ganzen Haus und du schläfst in der Badewanne. Was ist mit dir los? Was ist mit dir falsch, Flexi? Was ist mit dir falsch? Was möchtest du von mir jetzt um 3 Uhr nachts und halben Stunde? Ich wollte mit dir den neuen Vlad und Niki Film an Halloween gucken. Guck ihn dir an, Mann. Ist es gibt einen Vlad und Niki Film? Siehst du? Ein Halloween-Film? Alter Flexi, worauf wartest du denn? Sag es doch gleich, Freunde, Mann. Willkommen, man. Lasst mal einen fetten Like, denn wir werden jetzt zusammen mit euch den Blatt und schreibt jetzt alle Filme in die Kommentare. Und liked das Video. Geh doch runter ins Fernsehen, oder? Ich hab richtig Lust auf den. Krass, Cayman, dass du den Original Blatt und Niki Halloween-Film hast. Aber woher hast du den denn? Alter, das wirst du nicht glauben, Flexi. Den habe ich vor 10 Minuten aus dem Briefkasten geholt, Mann. Ohne Witz, der lag da einfach drin in unserem Briefkasten. In unserem Briefkasten. Ich weiß auch nicht, was von Cayman und Flexi. Wer hat den da reingeworfen? Alter Flexi, frag mich was Besseres. Freunde, habt ihr eine Ahnung, wer den da reingeworfen hat? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Aber wer hat uns den Vlad und Niki, oder? Ja, und dieses V und N für Vlad und Niki. Und Niki, und das ist auch das offizielle Logo. Und das Cover ist so ein 3D-Cover. Eigentlich was richtig Besonderes. Aber wer hat es in unseren Briefkasten geworfen? Keine Ahnung, Flexi. Aber wenn da einer drin liegt, machen wir das natürlich für euch und schauen mit uns. Vielleicht waren es ja echt die originalen Vlad und Niki, die es bei uns reingeworfen haben. Die waren schon oft bei uns. Weil wir die mit der Drohne überwacht haben. Und die dachten, hey, es ist bald Halloween. Wir sollen noch mal ihren Halloween-Film anschauen. Immer noch nicht, Leute, ob Vlad und Niki gut sind oder böse, Mann. Was wollen die von uns? Das können wir jetzt bei einem Film herausfinden. Ist der Film nett oder ist der Film böse? Das werden wir heute sehen. Aber Freunde, Leute, vergiss nicht, es ist 3 Uhr. Ihr schaut das Video bis zum Ende und schaltet nicht ab. Mach mal auf, ob da überhaupt was drin ist. In 3, 2, 1. Ist was drin? Alter, da ist ein Film drin. Das ist ein Film drin. Ihr wisst, DVDs kommen immer in DVD-Player, falls es nicht Leute alle wissen. Weißt du was, Flexi, man? Heute an Halloween schauen wir uns den Film jetzt an, oder? Was meinst du? Noch nicht, noch nicht. Warum? An Halloween, da fehlt doch hier noch was.
Alter, du hast... Was fehlt denn bitte an Halloween, wenn wir einen Film anschauen? Halloween-Deko, Leute, schaut euch das mal an, hier ist nichts. Hier ist nur unser Masier-Logo, aber an Halloween fehlt doch die krasse Halloween-Deko. Du hast recht, habt Leute, ihr doch Mann. Bestimmt zu Hause auch alle. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, wie wir das hier dekorieren können, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wie gehen und lasst mal alle ein Like da, die auch Halloween-Deko zu Hause haben. Schmücken, oder? Auf geht's. Schaut mal, Leute, wir haben eine ganze Box voller Halloween-Dekorationen. Alter, Flexi, lass uns das mal zusammen angucken. Schaut euch das mal an, wir haben hier so ein blutiges Tuch, Alter. Nice, Mann, richtiger Kürbis, Mann, richtige Box, Mann. Kannst du die aufhängen, Kevin? Ist auf jeden Fall schon mal auf Flexi, Mann. Ja, und schaut mal hier, das sollen so Messer und Scheren, Alter, blutige Flexi, Messer sein. Mann, wie kann hier auch auf. Oh, noch was Besonderes. Schaut mal, Leute, mir Girlande, da steht drauf Happy Halloween. Oha, Mann, wir haben gar nicht so viel Platz. Was ist hier noch drin? Was ist noch drin? Nein, Alter. Oh. Kürbiskerzen oder was? Die sehen ja richtig krass aus. Alter, Mann, die Kürbiskerzen, oder? Guckt euch die an, mein Mann. Das Gott, sind Kerzen. Wie krass, ey. Das ist Alter. Perfekte Stimmung an Halloween, einen Halloween-Film. Geil, Flexi, Mann. So können wir auf jeden Fall den Film einlegen und mit euch anschauen, Freunde, oder? Was machen halt, wir jetzt? Du weißt doch, zu jedem Film gehört auch noch Snacks und Getränke. Stimmt, Freunde, Mann. Ja, ihr kennt unsere Schau niemals um 3 Uhr nachts Videos. Da essen wir immer noch was nebenher. Ein paar Snacks, was Kleines, was Feines. Gehen wir in die Küche und schauen, ob wir Halloween-Snacks haben, oder? Und was haben wir? Oh, mein Gott, Freunde, Mann. Wir haben echt noch Halloween-Sachen. Alter, das gibt's ja nicht, Mann. Wie krass ist das, Alter? Flexi, Mann. Was zu trinken? Oh mein Gott, nein. Prime oder Gunnergy, Flexi? Was haben wir denn? Zwei krasse Prime oder Gunnergy? Gunnergy hatten wir schon mal. Da haben wir einen Bier getrunken. Mal probieren jetzt. Perfekt, Flexi. Nice. Auf geht's, mal. Lass uns den Film gucken. Alter, so kann ein richtig geiler Halloween-Filmabend beginnen, Leute. Und ich lege jetzt schon mal die DVD ein. Bitte, Flexi, auf geht's. Ich bin so gespannt, was alles in diesem Flat und Niki-Film passiert. Und die DVD ist drin. Cayman, let's go. Der Film ist drin. Alter, Mann, Freunde, seid ihr bereit? Wenn ihr bereit seid, lasst mal ein Like da. Flexi, bist du bereit? Ich würde sagen, Film. In 3, 2, 1. Alter, Mann, der ist so angezogen wie ein Halloween mit einem Skelett. Richtig geile Halloween-Kostüme, Vlad und Niki. Oh mein Gott, Freunde, wie krank ist das, Alter? Das ist Niki. Ich glaube, die sammeln Süßigkeiten, Alter. Wie das auch an Halloween jeder oh macht. Oh Gott, Vlad den Kürbis, der hat einen Kürbis in der Hand. Den haben wir auch, Freunde. Damit sammelt man immer die Süßigkeiten an Halloween. Ihr wisst es auch, essen, Freunde. Ja, Mann, wie krass ist das? Alter, sag mal, die Kostüme sind der Wahnsinn. Alter, Prime? Nee. Ich hab noch nicht mal getrunken, ich will auch Prime trinken. Prime Eispop, Alter, wie krank ist das, Alter? Warte, warte. Oh, ein Gespenst! Alter. Leute, da ist ein Gespenst bei Vlad und Niki. Und die reden mit Vlad und Niki. Das Gespenst kann reden. Heftig, Mann, das Gespenst hat ihn einfach vertrieben, Mann, Flexi. Das Gespenst sah auch voll gruselig aus, ey. Jetzt guckt euch das an, der hat das gleiche wie wir, Mann. Lass mal alle ein Like da für Vlad und Niki und für Cayman und Flexi. Wie krank. Hast du die Spinne gesehen? Hab ich echt gesehen, oh Leute, Mann. Freund, lasst mal ein Like da und schreibt Das ist ja doch jemand. Mann, wie viele gruselige Leute da sind, oh Mann. Oh mein Gott, so ein Gespenst noch? Oha, wie gruselig war das denn? Ab, Willy Wonka? Guck dir das an, Flexi, Mann. Oh mein Gott, da ist Vlad. Warum machst du den Fernseher aus, Flexi? Hast du das nicht gehört? Warte. Habt ihr das gehört? Ist irgendjemand im Haus? Hast du das gehört jetzt? Das kam nicht von unserem Film. Da klopft jemand bei uns im Haus. Hör eben. Und es ist nicht der Film gewesen. Vlad und Niki waren nämlich draußen. Und bei uns klopft es jetzt hier innen drin. Mann, ist irgendjemand im Haus um 3 Uhr nachts? Und Leute, während wir den geilen Vlad und Niki Horrorfilm schauen, hat es jetzt bei uns geklopft. Alter, wo? Bist du dir sicher? In unserem Hauptquartierzimmer. Wo? Bei der Türe oder was? Sollen wir hoch? Alter, was geht hier ab, Freunde? Lass mal ein fettes Like. Da hier ist irgendjemand bei uns im Haus um 3 Uhr nachts. Ja, aber warum hast du jemand reingelassen? Nein, Mann, ich nicht. Das liegt Alter, wahrscheinlich daran, dass wir den Film geguckt haben. Und nein, du bist doch am Briefkasten gewesen. Die Person ist jetzt bei uns im Haus. Du warst doch draußen. Flexi, das kommt von oben. Hörst du das? Das ist vor der Tür, Freunde. Da muss jemand sein. Ist genau hier. Alter, Mann, da ist jemand drin, Freunde. Nicht nur jemand drin, der muss direkt an der Türe sein. So wie wir hier stehen, muss wir der jetzt genau... Öffnen, Flexi. Wir müssen die Tür öffnen. Bist du wahnsinnig? Doch nicht um 3 Uhr nachts, während wir Halloween schauen. Öffne mir doch nicht die Tür. Freunde, seid ihr bereit? Dann lasst ein Like da, weil sonst öffne ich die Tür wirklich nicht. Ich weiß es nicht, Mann. Komm, ein Like, ein Like. Sicher? In 3. Öffne, öffne. 2, 1. Hallo Cayman und Flexi. Wir spielen jetzt Hide and Seek. Wir haben eine Minute, um uns zu verstecken. Los geht's.
Habt ihr das gesehen? Mein Vlad und Niki sind im Haus, Alter! Vlad und Niki sind im Haus, werden wir den Vlad und Niki finden. Was sie gesagt haben, sie wollen ein Hide and Seek spielen, suchen und verstecken hier im Haus. Wir haben jetzt eine Minute Zeit, sich zu verstecken und wir müssen sie dann finden, oder was? Oh mein Gott, in unserem Hauptquartier! Und es ist an Halloween, du weißt, da passieren die schlimmsten Dinge, deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Vlad und Niki werden sich jetzt verstecken und wir suchen sie danach. Weißt du was? Hide and Seek. Weißt du was, wir suchen sie jetzt einfach schon, Mann. Es sind vielleicht 30 Sekunden und 45 Sekunden, Mann. Wir suchen sie. Ja, aber wo sollen wir denn anfangen? Gut, natürlich. Vlad und Niki, die Minute ist rum. Eckstein, Eckstein, alles muss verstecken. Kommt raus, kommt raus, wo immer ihr auch seid. Wo könnten die sein, Kevin? Die können nicht weit sein, die müssen irgendwo hier. Bist du dir sicher? Guck mal, da auf den Dingern. Eine Minute ist nicht lang, Mann. Und du weißt, es sind Kinder. Das heißt, sie haben kleine Verstecke. Die könnten überall sein. Die könnten sich überall verstecken. Unter dem Fernseher, Alter. Bist du dir sicher? Komm, komm, komm. Unterm Sofa. Ist da was unterm Sofa? Da ist nichts, Alter. Hier ist nichts. Sie sehen was. Komm, komm, komm. Bist du dir sicher? Da ist auch nichts, Freunde, Mann. Die sind ja nicht. Die haben kleine Verstecke. Warte mal, Kevin. Wenn wir hier nichts hin, dann sind die entweder im Keller oder oben. Ja, aber wie sollen wir das machen? Wir müssen uns aufteilen, aufteilen. Dann geh ich runter. Gehst hoch. Alles klar, Leute. Beeil dich, Kevin. Vlad und Niki, ich bin da, ich komme! Ich weiß auch, dass ihr euch hier in dem Koffer versteckt habt. Da ist niemand. Ist hier vielleicht jemand? Leute, wo könnten die sich versteckt haben? Vlad? Niki? Vlad und Niki? Ja, komm! Mann, wo könnt ihr das? Hier hinten! Vlad und Niki? Vlad und Niki? Vlad und Niki? Also der Raum auf jeden Fall nicht. Ab in den nächsten Raum. Vlad? Und Niki? Vlad und Niki? Hier ist auch keiner! Wo können die denn sein, Mann? Wo können die sich versteckt haben? Vlad und Niki, hab euch! Vlad und Niki? Da ist kein Mucks mehr! Ich muss nach oben! Hier unten ist er auf keinen Fall! Der Keller ist sauber! Wo ist der? Der Vlad, Niki? Okay, Lexi, Mann, wo sind die? Im Keller war kein Vlad und kein Niki. Bist du ganz sicher? Ja, und wie sieht's oben bei dir aus? Keiner, nirgendwo. Ich habe überall geguckt, unter dem Bett, in den Schränken, in der Badewanne, hinter dem Vorhang, alles abgesucht. Auch in der Badewanne, wo ich geschlafen habe. Weißt du, was ich vermute? Die sind da nicht hier im Haus, Mann. Wenn die unten nicht sind, wenn die oben nicht sind, dann sind im die Wohnzimmer nicht mehr im Haus. Sehen sie nicht, da haben wir nämlich gerade den Film geschaut. Aber wo sollen die denn sonst noch sein? Lexi, die sind draußen, Mann. Die müssen sie draußen sehen. Um 3 Uhr nachts an Halloween sind die draußen. Oh mein Gott! Wo ist Vlad und Niki? Mach mal das Licht wieder an! Wieso denn? Einfach! 3 Uhr nachts! Mann, Tom, warum hast du denn das Licht ausgemacht? Überhaupt nicht lustig. Keine Streiche an Halloween. Wir haben eh schon Doch Angst. Nicht an Halloween. Haus, bei uns ist jemand im Haus und wir schauen einen Halloween-Film. Aber zurück zum Thema. Wenn Vlad und Niki nicht im Haus sind, das bedeutet, sie sind draußen. Und ich gehe sicher nicht raus. Ist aber... Nicht, wir werden sie jetzt mit der Drohne überwachen. Einfach. Wir suchen sie, Leute. Ihr seid leider... Wir suchen jetzt mit der Drohne Vlad und Niki, weil die haben sich nicht im Haus versteckt, sondern draußen haben sie sich versteckt. Sein. Flexi, es ist Zeit in Sieg. Wir fliegen direkt zum Spielladen, haben wir sie das letzte Mal gesehen und ihr seht, das Auto vom letzten Video ist immer noch da, Leute. Mann, was kann die ganze das Zeit steht dieses Auto und da ist dieser Spieleladen und ihr wisst es, da war Vlad und Niki aber auf jeden bis Fall jetzt sehe ich unser noch Verdacht, dass sie dort wieder zurückgegangen sind. Oh mein Gott, ah! Oh mein Gott, Flexi. Das sind alle! Was geht's ja? Was? Flippi, Vlad und Niki, Diana, Roma? Alter, Mann, wir haben sie gefunden. Hide and Seek bestanden oder was, Leute? Was bedeutet das? Heißt es, wir haben sie gefunden? Es kann nicht sein, Leute. Danke euch, versteckt im Spieleladen. Leute, lasst alle mal ein Like da auch für euch selber. Hä? Leute, ihr habt's gesehen, die waren gerade alle noch da. Cayman, wo sind die hin? Die sind alle weg. Da ist der Spieleladen. Ich flieg mehr. Vielleicht sind sie reingegangen in den Spieleladen. Aber der ist dunkel. Und die Türen sind zu. Tür zu, Fenster zu und der Laden ist dunkel. Und die Scheiben sind noch alle in Ordnung. Das heißt, sie haben keine Scheiben. Wo sind die hin? Dreh dich. Ihr seht es, Freunde, Mann. Wir haben uns jetzt einmal ganz gedreht. Bei McDonald's, Flexi, Mann. Vielleicht ist McDonald's was essen gegangen. Nach dem Spieleladen zu McDonald's. Ja, ich fliege da jetzt mit euch direkt hin, Mann. Wir fliegen jetzt mit euch zu McDonald's, weil Vlad... Sag jetzt nicht, die haben Hunger und bestellen sich dort ein Happy Meal. Du hast gesehen, Blippi ist der Größte von denen. Wahrscheinlich ist Blippi der Anführer. Kann das sein? Oh mein Gott, aber warum sind jetzt auf einmal alle da? Oh mein Gott, aber wir können ja nicht in McDonald's rein. Wenn die sich da jetzt was bestellen, kommen wir nicht rein, Leute. Oder verstecken die sich in McDonald's? Hide and Seek in McDonald's? Weißt du, das gibt doch keinen Sinn, oder? Hide and Seek in McDonald's? Da sind doch überall Gäste, oder nicht? Ja, und da kann man sich doch... Wow, was? Du hast recht, die sind hinter McDonald's. Guck in die Mülltonnen, Mann, was geht bei denen ab? Vielleicht wollen die sich bei den Mülltonnen verstecken. Und Diana geht. Oh, die gehen. Aber was machen die? Die gucken da alle in die verstecken sich in den Mülltonnen. Meinst du, die wollen Essen rausholen aus den Mülltonnen? Das glaube ich nicht, Mann. Ich glaube, dass sie selber dort halt den Sieg spielen. Das ist schon wieder weg. Wir haben heute irgendwie Pech, die machen echt ein krankes Hide and Seek. Die wollen, dass wir Hide and Seek machen, aber jedes Mal an einem neuen Ort. Und wir finden sie dauernd. Und die verstecken sich immer besser. Meinst du? Ich sag, davor waren sie im Spieleladen und jetzt verstecken sie sich da bei McDonald's bei den Mülltonnen. Hinter den Mülltonnen vor allem. Nicht in den Mülltonnen, sondern hinter den Mülltonnen, Mann. Wie krank ist das?
Oder wollen die, dass wir da hingehen? Was wollen die denn damit bezwecken, dass sie die ganze Zeit von unserer Drohne so abhauen? Sie hauen ab, wir finden sie wieder, sie hauen ab, wir finden sie wieder. Das ist doch es ein Spiel. Ja. Verstecken, finden, ganz aber einfach. Das Ganze an Halloween um 3 Uhr nachts feiere ich gar nicht so gerade. Ich feiere es auch nicht, Mann. Ey, Leute, das ist viel zu krass. Und der McDonald's hat 24/7 offen, Mann. Da könnten wir eigentlich hinfahren. Wenn der leuchtet immer. Sollen wir da hinfahren? Der hat immer offen und ihr seht was die Reklame davon, ist immer wir hinfahren? Ich weiß nicht. Aber die sind jetzt weg, Mann. Wir müssen noch einmal sie finden, dann fahren wir dahin. Ausgerechnet, Mann. Halloween ist nur einmal im Jahr. Und dann sollen wir rausgehen um 3 Uhr nachts. Weißt du, wie gefährlich das ist? Gerade an Halloween. Das ist was Saures, Leute, Mann. Wie krank. Jeder kennt es doch. Und gerade, ey, das ist Wahnsinn. Doch, wir müssen es machen, Flexi. Ihr habt so viele Likes da gelassen. Wir müssen da jetzt hinfahren. Ganz klar. Das heißt, du kannst. Komm, Flexi, bitte. Gib dir einen Ruck. Für unsere Fans. Die sind viel mehr als wir. Das ist egal, Mann. Sie sind über 10 Leute. Wir kommen einfach zu zweit gegen 10. Das ist echt okay. Unter ja, ja, weiß ich nicht. Ja, ja, ja. 2 gegen 10, ey. Das sind echt viele Leute. Und du weißt nicht, wie viele Leute da noch sind. Vielleicht treffen die sich ja noch mit viel mehr Leuten. Meinst du? Ah ja, da gibt's noch viel mehr von denen. Baby Bundy und sowas, die ganz anderen. Eben, ja, ganz genau. Verdammt, Mann. Es gibt mich auf dem Parkplatz. Ja, oder? Da war, Leute, da sind sie gerade hinter dem Haus gelaufen. Ihr habt's gesehen. Hinter dem Haus, Spur da zurück. Kein einziges Auto. Ich schwöre, die sind da, Mann. Fahren wir da. Die sind da hingelaufen. Die sind da hinter dem Parkhaus, Mann. Ich weiß, wo das ist. McDonald's Parkhaus dahinter. Ich weiß auch, wo Spur das zurück. Ist. Ihr habt's gesehen, Mann. Da sind sie gelaufen. Da müssen wir aber die Drohne landen. Wir landen die Drohne. Was weil diesmal verliere ich keine Drohne. Du bringst die Drohne sicher nach Hause was? Zurück. Wir holen die Drohne jetzt zurück mit euch. Wir landen sie. Alter, Leute, Mann, wir wissen jetzt, wo sie sind. Dank eurer Hilfe. Vielen Dank für euren Support. Und die Drohne ist sicher gelandet. Das bedeutet, dass wir jetzt direkt zu Platz und nehmen euch mit auf die Drohne. Es ist jetzt 3 Uhr nachts, die Teufelsstunde. Und ihr habt es euch wieder gewünscht, dass wir uns erneut beim Schlafen filmen, denn wir hoffen, dass heute Vlad und Niki kommen. Ihr kennt sie doch angeblich alle, Mann. Angeblich kommen die nachts um 3 Uhr und gerade bei uns, wenn wir schlafen. Ihr kennt unsere Videos. Wir filmen uns mit dieser GoPro beim Schlafen und schauen uns am nächsten Morgen die Aufnahme zusammen mit euch zusammen. Wir haben schon alles vorbereitet. Das ganze Bett ist schon da. Hier. Wir brauchen dich nicht mehr, Tom. Gib uns bitte die Kamera. Vielen, vielen Dank. Gute Nacht, Tom. Ciao, Tom. Und Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Wir bauen zusammen mit euch die GoPro. Davor liked ihr jetzt mal das Video und schreibt Uhr in die Kommentare. Warum? Weil es 3 Uhr ist. Liked das Video. Alles klar, Flexi. Könnt ihr uns sehen, Freunde? Jawohl, die GoPro steht. Perfekt, das bedeutet, wir gehen jetzt schlafen, Flexi, oder? Ich bin auch echt müde, Mann. Es ist Alter, ja auch schon 3 Uhr. Ich hoffe mal, dass nichts passiert, aber ich kann es euch nicht versprechen, Flexi, Mann. Sei mal ganz ehrlich, Cayman. Es ist bis jetzt immer in jeder Nacht irgendetwas passiert. Deshalb sag doch sowas nicht. Vlad und Niki, Mann, meine Lieblings-YouTuber, Mann, mit 100 Millionen Abos. Flexi? Ah, gute Nacht.
Ihr habt bestanden. Oh. Super gemacht, Jungs. Oh, guten Morgen, Tom. Flexi. Ich hab irgendwas Flexi gehört. Mal aufstehen, aufstehen, aufstehen. Die erste Nacht, Mann, Freunde. Die erste Nacht, wir haben lieber Stadtburg geschlafen, Mann, ey. Woher kommt das ganze Obst, Mann? Oha, wie viele, schau mal. Danke, Tom. Ganz viele Pfirsiche, ist so perfekt zum Frühstück. Guten Morgen, Lucky. Mmh. Unsere Aufnahmen. Jetzt oh ja, die Aufnahmen. Hier, hier, oh. Wir schauen uns die Aufnahmen von Nacht 1 mit euch an. Ich bin so gespannt, es war eine ruhige Nacht. Ich hab gut geschlafen und ich sehe gerade, wir schlafen ganz normal. Ja. An der Stelle grüße ich schon mal Gabriel und Noel. Gabriel und Noel, was geht ab? Ehrenmänner. Aber passiert nichts, oder? Wow! Hast du das gesehen? Digga, das hätte mich fast enthauptet. Fast auf meinen Kopf. Kaputt. Der Wäscheständer steht da den ganzen Tag schon, weil wir da unsere Wäsche aufgehängt haben. Und jetzt fällt der einfach so um. Das kann nicht sein, Freunde. Habt ihr das gesehen? Und weißt du, guck mal, wie knapp das bei Caymans Kopf ist. Und meine Hand, Mann, was geht da ab? Ist deine Hand drunter? Nee, dann wärst du aufgewacht, oder? Ich hätte es sofort gemerkt. Hä? Das kann doch nicht sein. Wie kann der umfliegen, Flixi? Wind kann es auch nicht sein. Die Türen sind zu, die Fenster sind zu. Ihr seht, da kann gar kein Wind reingehen, Freunde. Warte mal. Alter, jetzt habe ich ein bisschen Angst, Flexi. Ich dachte, das wäre eine ruhige Nacht. Ah! Was ist das? Du, irgendwas? Da! Irgendwas Rotes! Alter, da ist doch irgendwas Rotes! Apfel? Da! Noch einer! Das sind die Pfirsiche, mit denen wir heute Morgen aufgewacht sind. Wird mich veräppeln? Da ist noch einer! Regnet Pfirsiche oder was? Wow! Noch einer! Digga, das geht ja richtig ab, Mann. Wir werden bombardiert mit Pfirsichen, Flexi. Und ich dachte, es wäre ein Frühstück. Freunde, man, lass mal einen fetten... Da ist noch einer! Wie viele denn? Alter, Mann, das ist viel zu krank. Oh mein Gott! Da wirft jemand Pfirsiche! Von der Decke, oder aber wie? Ich weiß nicht, woher. Ja, von der Decke! Wer könnte das sein und warum? Alter, wer... Aber was geht ab? Wer schmeißt denn dieses Ding um? Nur wir sind da! Und unser Stativ! Und unsere Kamera! Das ist die Teufelstunde, Flex. Ich hab's dir gesagt, Freunde, wir hätten was machen sollen für euch. Da fliegen noch weitere. Aber die Leute feiern unsere 3 Uhr nachts Videos. War das gerade noch einer? Oh, zwischen unsere Köpfe, Flex. Es war haarscharf, gell? Fast an meinem Kopf abgeprallt. Wie knapp ist denn das? Oh mein Gott! Heftig. Pfirsiche! Ich dachte, oh cool, ein geiles Frühstück, Flexi. Gesund. Och, der Wäscheständer, Mann, viel zu krank. Oh mein, ey, jede Nacht, wie wir aber gesagt haben. Komm, doch was, wirf da noch jemand was. Ich dreh mich nur ein bisschen, das war's. Drehen, drehen, drehen. Freunde, Mann, das heißt, wir müssen den Wäscheständer sofort wegräumen. Und die verfluchten Pfirsiche. Da ist es. Ich doch nicht, Mann. Das Teil hätte mich fast enthauptet, Mann. Fast wäre ich nicht mehr. Leute, das war so knapp. Die habt ihr auf den Aufnahmen gesehen. Raus damit, Alter. Ich schwör's. Das kommt hier nicht mehr in unser Zimmer. Ohne Kamera. Raus damit. Halt und Cayman, die Pfirsiche auch noch. Die sind verflucht. Wo sind die? Die sind verfluchte Pfirsiche. Ich hab aber einen gegessen. Und wir haben die auch noch gegessen. Weiß Gott, was noch mit uns passiert. Raus mit den Pfirsichen. So. Wir melden uns heute Abend wieder zur zweiten Nacht, Mann. Wir sind jetzt in der zweiten Nacht um 3 Uhr nachts. Und ihr seht es ja, wir haben heute Mittag diesen Geschirrständer da rausgemacht, diesen Kleiderständer, weil es war einfach verflucht. Und diese verfluchten Pfirsiche, es waren die Pfirsiche. Mir geht's woher gut, auch immer die gekommen sind. Ich habe aber alles in Ordnung. Ihr wisst es, wir bauen jetzt erstmal die Kamera auf. Könnt ihr uns sehen, Freunde? Alles läuft, Kamera ist ready, Fett. Ja, bist du ich ready? Bin auch echt müde, muss ich alles zugeben. Alles klar, Mann. Freunde. Dann, Tom, du darfst wieder gehen. Gute Nacht, Tom, mach's gut. Tschüss. Wir haben geschlafen. Wie geschlafen, Cayman, oder? Ich hoffe nicht, dass Leute, lasst jetzt alle mal noch ein Like da und schreibt in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen mit euch zusammen die Aufnahmen der Nacht 2 an. Gute Nacht. Thank you.
Guten Morgen, Leute. Oh mein Gott, wir haben es überstanden. Cayman, wach mal auf. Hey, Cayman, wach mal auf jetzt. Was ist denn, Flexi? Ich habe keine Kopfkissen mehr. Ich habe keine Säcke mehr. Schau mal, bei mir ist gar nichts mehr. Du hast alles. Schau mal, du hast 20 Kissen. Ich habe nichts gemacht, Flexi. Ich habe nur geschlafen. Decke, alles. Schaut hier, ich den ganzen Berg. Du hast alles geklaut von mir in der Nacht. Alter, du musst die Aufnahmen angucken. Die Aufnahmen. Vielleicht ist da was. Auf geht's, Freunde. Leute, Nacht 2 und hier sind die Aufnahmen. Ich bin so ich auch. Es war eine ruhige Nacht. Let's go. Oh, nee, mir war kalt am Ende auf jeden Fall. Bei mir nicht, Mann. Ich schlafe ganz gemütlich. Schlafen. Mit der Hand hinterm Nacken. Ganz normal schlafen wir wieder, oder? Bis jetzt sieht alles gut aus. Wir nice, uns Mann. Ein bisschen. Wäscheständer ist weg. Pfirsiche gibt's haben auch keine. Alles entsorgt extra in der letzte Nacht so. Okay, sieht echt gut aus. Endlich mal eine ruhige zweite Nacht, würde ich mal sagen. Das ist Schatten. Oh. Da ist jemand. Oh, da ist noch jemand. Leute. Was machen die hier? Wer ist das? Hey! Hey! Leute, wisst ihr, wer das ist? Niki! Vlad und Niki! Unsere YouTube-Kollegen, 100 Millionen Abonnenten. Aber warte mal, was machen die? Hey, die streicheln uns. Deshalb hat meine Backe gejuckt. Meinst du? Ah, ich kann so. Ach ja, hab ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Alter. Was machen die eigentlich bei uns? Guck mal, das geht voll der Sinn, Mann. Warte mal, was machen? Das erklärt, warum ich am Ende alle Kissen hatte. Die haben alles zu mir geworfen. Ich sagte doch, mir war kalt. Leute, die spielen hier Streich. Ich dachte, mit Schabernack. Du hast während dem Schlaf alles zu dir genommen. Ich hab gar nichts gemacht. Guck mal, die freuen sich, Mann. Es war's? Ja, du die warst machen richtig hey, Blödsinn. Das Leute, lasst mal ein Like da für Flicky. Und die freuen sich jetzt. Und Vlad. Die machen einen Tanz. Die tanzen. Ein Schabernack-Tanz, Mann. Hey, vielleicht freuen die sich, dass sie uns sehen. Oder? Nee. Oh, aha. Jetzt nehmen sie auch noch die Decke weg, oder was? Stimmt, Mann. Wir waren echt ein bisschen kalt und so. Alter. Aber die spielen doch, oder? Ich weiß nicht. Die haben böse Spaß. Oder sind die nicht böse, die Freunde? Tanzen. Was meint ihr? Die haben getanzt. Schreibt es mal in die Kommentare. Sind sie böse oder nicht? Warte, was? Ja, jetzt haben sie was vor, oder? Leute, die haben irgendwas vor. Meine Hand. Ja, okay. Warte mal. Warte, was machen die denn da? Die legen sich zu uns? Die legen sich einfach zu uns und schlafen mit uns? Alter, die sind eigentlich... Ich weiß nicht, ob die böse... Ja, nee. Die haben getanzt, ist die Kinder, haben Kinder sich ausgebaut, ja, und dann deswegen, sind sie müde. Wir können danach nicht müde sein. Eigentlich voll lieb von denen, voll nett, Freunde. Alles okay. Bisschen unordentlich sind sie, okay. Aber dann haben sie sich den Kindern, die haben sich ausgetobt, jetzt schlafen sie mit uns da alle zu viert auf einer Matratze oder auch mehr oder weniger neben der Matratze. Kein Problem. Aber eigentlich voll okay. Das war's. Krass. Da kommt Lucky. Sogar Lucky ist am... Ey, krass. Das geht ab, die ganze Familie. Leute, like mal für Lucky. Lasst einen fetten Like da. Vlad und Niki in Alter. Unserem Wohnzimmer bei Cayman und Flexi. Aber warum haben wir es nicht gemerkt? Ich schlaf immer wie ein Stein. Ach, jetzt geht. Du hast gehört, da hat jemand geklingelt. Ja, aber wer? Die Eltern. Werden die jetzt abgeholt? Die Eltern haben geklingelt. Die suchen wahrscheinlich die Kinder, weil sie irgendwelche Schabernack machen. Die sind von zu Hause weggelaufen und ärgern uns. Und das alles bei uns zu Hause. Hey, weißt du was, Flexi? Die haben uns überrascht. Wir müssen die auch unbedingt überraschen. Mit einer riesengroßen Überraschung bei der nächsten Nacht, weil die kommen bestimmt wieder. Und die bereiten wir jetzt vor und heute Abend. Ey, was hältst du davon? Bleibt auf jeden Fall dran. Ich glaube, die beiden kommen wieder. Niki und Vlad, Überraschungsparty. Lass uns das jetzt machen, Flexi. Vorbereitung. Auf geht's. Schaut mal, Freunde. Vlad und Niki bekommen von uns ein Willkommensgeschenk und zwar einen leckeren Keks von Cayman und Flexi. Warum? Weil wir eine richtig krasse Überraschungsparty vorbereitet haben, wenn sie heute Nacht um 3 Uhr wieder hierher kommen. Und wir haben uns überlegt, in der dritten Nacht werden wir uns verstecken. Und wenn die kommen, dann überraschen. Wir überraschen sie. Sie haben uns überrascht. Diese Nacht werden Cayman wir sie überraschen. Vlad und Niki überraschen. Schaltet nicht ab. Wir melden uns heute Nacht wieder. Ciao. Willkommen zur dritten Nacht von diesem Video. Und ihr seht, man, Flexi hat sich schon richtig eingekleidet für unsere kleine Überraschungsparty. Wenn Vlad und Niki bereit. Die Kamera ist auch aufgebaut, Leute. Jetzt heißt es, wir verstecken uns und müssen und einfach warten. Nur noch warten, bis sie. Und ihr bleibt so lange dran und liked das Video so lange. Du gehst hinter den Vorhang. Okay. Ich hinter den Vorhang. Let's go. Auf geht's, komm. Wir sehen uns heute Abend wieder. Ich bin bereit, Freunde. Flexi, was ist mit dir? Ich auch, Cayman. Und jetzt sehen wir uns um 3 Uhr nachts. Bis gleich. Flexi! Ja? Bist du da? Ja, bin ich. Freunde, alles ist vorbereitet. Ihr seht die Kekse da. Wir müssen jetzt nur hoffen, dass sie irgendwann kommen. Es ist auf jeden Fall schon 3 Uhr nachts. Es müsste gleich soweit sein. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich bin auch so. Flexi, sollen wir angreifen? Überraschung auf 3. Okay. 3, 2, 1. Überraschung! Ihr habt es richtig gehört, Mann. Vlad und Niki sind auf dem Weg und suchen.
suchen eine Freundin, Mann. Mann, ich hoffe, die ist hübsch genug und die behandelt die Jungs auch gut, Mann. Ja, aber wer soll eine finden? Vlad oder Niki oder beide eine? Beide eine. Beide eine, Mann. Beide eine. Leute, das können wir nur rausfinden, indem wir sie jetzt mit der Drohne verfolgen. Sie sind schon vorgegangen. Hey, vielleicht hatten die Glück. Dann starten wir die Drohne jetzt. In 3, 2, 1. Die Drohne ist jetzt in der Luft, Freunde, und wir suchen Vlad und Niki, Mann. Die sollen sich angeblich echt mit einer Freundin treffen, Mann. Wir haben einfach ein Mädchen, Cayman. Ein Mädchen haben die sich geholt. Ich bin schon so gespannt und ihr sicherlich auch, wie das Mädchen aussieht, wer es ist, ob man sie kennt. Wie alt sie ist. Vielleicht ist sie auch eine Influencerin. Wie krass wäre das, Mann? Das wäre gerade nur mal. Alter, sag mal. Also, wir suchen Vlad und Niki. Ihr wisst, wie Vlad und Niki aussieht. Orange und gelb, Mann. Mit so einem Umhang. So umhangmäßig. Oh mein Gott, Mann. Ich sehe sie noch nicht, Mann. Siehst du was? Vielleicht doch, können wir dazu. Warte, ich flieg hin, ja? Aber nee, da ist nichts. Leute, Mann, ey, lasst auf jeden Fall mal ein Like da und abonniert diesen Kanal, denn abonnieren hier auf YouTube ist komplett kostenlos. Alter, aber hier ist nichts, Mann, hier ist nichts. Wild, wir müssen weiterfliegen, oder? Ja. Siehst du was? Nee. Na, vielleicht dort hinten bei dem Gebüsch da neben der Bahn. Echt? Nee, oder? Das hätten wir sofort gesehen, Mann. Die leuchten ja komplett auf. Leuchten echt auf mit ihren gelben und orangenen Farben. Ich schau mal hier, aber das sieht alles so nach Industriegebiet aus. Ja. Wir haben ja gesagt, ihr habt es ja gesehen im Intro, Mann. Die haben sich gerade auf den Weg gemacht. So weit können die nicht sein. Warte mal. Da auf dem Fahrrad, oder? Auf dem Fahrrad, Freunde. Könnte das sein? Oder sind sie? Oh mein Gott, der ist ja gelb. Aber nein, oder? Nein. Der ist doch viel zu groß dafür. Ja, das war nicht Vlad und Niki. Außerdem sind die immer zu zweit, Leute. Ihr kennt die doch, ey, wie es abgeht. Oh mein Gott, hier ist ein rotes Auto auf der Straße, siehst du das? Ja. Aber das macht auch keinen Sinn, weil Vlad und Niki sind entweder gelb oder orange. Hier. Ey, was ist das? Da, das ist er, oder? Das ist doch Vlad und Niki. Das könnten Vlad und Niki sein. Ah, nee, das Alter, schau dir mal den Schatten an von dem Hund. Sieht echt aus wie ein Elch, was geht denn? Oh mein Gott, Alter. Meinst du, das ist ein Elch, Freunde? Denkt ihr, das ist ein Elch? Wahnsinn. Falls ja, dann schreibt Elch in die Kommentare. E-L-C-H, ihr wisst es, Mann. Elch! Alter, Mann, aber ich sehe sie noch nicht. Die können ja noch nicht so weit sein. Die sind ja erst vor 3-4 Minuten gegangen. Ja, eben. Oder rennen die? Das glaube ich nicht. Oder sind die mit Superman-Power geflogen? Die sind geflogen mit ihren Umhängen. Weißt du? Ich glaube nicht, Alter. Schau mal hier bei diesem Autohändler. Vielleicht wollen sie sich ein Auto holen und dann das Girl abholen damit. Ja, auf jeden Fall. Ein Mercedes. Macht das Sinn? Ja. Aber wieso sind wir dann hier bei Kia? Dann dreh um, da hinten ist Mercedes. Nein, Mann, da haben wir schon geguckt. Da waren sie nicht. Wir müssen weiterfliegen. Oh mein Gott, die haben nicht das Geld für ein Mercedes, Leute. Wild, guck mal. Das ist ein orangenes Haus und ein gelbes Haus. Das heißt, das sind deren Häuser. Einer, das ist das Haus von Vlad. Vlad ist orange und das gelbe Haus gehört Niki. Alter, die haben ja 101 Millionen Abonnenten. Die können sich so ein ganzes Haus leisten. Die kaufen sich einfach Häuserblocks, Leute. Oh mein Gott. Ey, wir schauen rein, Mann. Sehen wir irgendwas? Ich sehe nichts. Aber nee. Die Fenster spiegeln nämlich so hardcore. Okay, hier ist niemand. Was ist das denn? Oha, die müssten mal die Fassade ein bisschen streichen. Ja. Fliegen wir mal zu Niki seinem Haus. Niki ist ja gelb. Ihr wisst ja, Vlad und Niki. Niki ist der kleinere. Ey, ich will auch überhaupt wissen, wer sich das Girl holt, Mann. Ja. Vlad oder Niki oder beide? Beide ein Girl nehmen, Mann, das kann ich mir nicht vorstellen. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, wer von diesen beiden ein Mädchen bekommen wird. Oh mein Gott, Leute, das was ist doch geisteskrank. Was denkst du, was ist dein Tipp? Vlad, Mann. Niki, ich sag Niki, Mann. Ich sag Vlad. Warum? Weil er größer ist und älter? Wenn ihr denkt, ist es Vlad, dann like. Und wenn ihr denkt, ist es Niki, dann lasst ein Abo da. Genau, Mann, ey, lasst ein Abo da. Oh mein Gott, aber die sind hier nicht. Gesehen. Wir haben alles abgeflogen. Die würden hier ableuchten, Mann, mit deren Knallfarben. Schau mal, hier, das ist ein Dorf. Denkst du, die sind hier in das Dorf gegangen? Ich hoffe mal nicht. Alter, guck mal, wir würden sie sehen, dass alles weiß, ein bisschen Schnee, ein bisschen Frost so, aber ich sehe niemanden. Da würden rot und gelb sofort rausscheinen, Mann. Und hier auf dem Berg? Boah, schaut euch mal diese schöne Landschaft an. Wahnsinn, oder? Wunderschön. Sag mal, was ist da? Warte, wo? Da unten, zoom mal ran. Warte, du hast recht, ich flieg näher. Da unten, gell? Oh mein Gott, Alter, das könnten wirklich sein. Ich glaube, da sind die echt. Moment mal, Freunde. Alter, wenn das die sind, fress ich einen Besen. Ich auch, Mann. Oh, Double-Besen. Leute, ich würde sagen, wir fliegen da direkt mit euch hin, oder? Wir verschwenden keine Zeit und fliegen sofort dahin, Mann. Los, seht ihr das? Da ist ein roter und ein gelber LKW. Das hast du gemeint. Nein, Mann, ich meine, da drüben läuft doch jemand. Oh mein Gott, das stimmt ich ja. Ich zoom ran, seht ihr das, Freunde? Oh mein Gott, sind die das? Das sind die beiden. Oh mein Gott, warte, Leute. Warte, wir sind noch nicht sicher. Wir fliegen näher. Ja! Wir haben sie! Vlad und Niki, Mann. Gott sei Dank haben wir sie gefunden. Ich dachte, die sind schon abgehauen, Freunde. Aber was machen die? Spielen die? Ah, die spielen. Wie süß die sind. Oder beefen die sich? Nein, das ist ein Spiel. Oha, Vlad hat gerade Niki seinen Hut runtergehauen. Das war doch kein Spiel mehr, Mann, oder? Das ist schon brutal. Meinst du? Ja. Die boxen sich. Oh mein Gott. Ja, Lucky, alles Lucky, gut. Lucky, schau dir das an. Oh mein Gott, guck mal, wir haben Vlad und Niki, Mann. Aber wo ist das Mädchen? Du hast recht. Wo ist das Mädchen? Die wollen sich doch mit dem Mädchen treffen. Oder denkst du, die checken jetzt erst eins ab?
Das könnte natürlich sein, Mann. Jetzt los, weiterschauen, weiterschauen. Bist du sicher? Ich bin gespannt, Alter. Alter, wir bleiben dran, Leute. Und ihr lasst ein Like, denn Mann, mit euch haben wir 2 Millionen Augen. Wir haben nur 4, also 2 und 2 sind 4. Leute, und ihr seid live dabei, wie Vlad und Niki sich jetzt hoffentlich ein Mädchen klar machen. Auf jeden Fall, Mann. Das haben wir auf jeden Fall gesagt am Anfang des Videos. Ihr habt es gesehen. Deswegen schaut ihr das Video hier auch. Guck mal, Alter, wie gut Vlad drauf ist. Der hat übelst die Moves drauf. Siehst du das? Ja. Wie nett, so zack, der fliegt so über den Boden. Das ist ein Paragleiter. Alter, ist der heftig. Krass. Und ich mich frage, warum ist der eine so glücklich und der andere so langsam? Und warum läuft der eine schneller und der andere langsamer? Du hast recht, Mann. Wahrscheinlich, weil der Vlad ist der Große, der schneller läuft. Freut sich wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich checkt der sich das Mädchen ab. Seine Chancen, der ist viel mehr confident drauf. Der ist übel confident, Mann. Guck ihn dir an. Der ist groß. Den juckt's auch nicht, wenn sein Cape wie ein Latz hier runterhängt. Oh mein Gott, der trägt das ja richtig wie Drip, Drip, Drip. Warte mal, warte mal. Das Mädchen. Kann das nicht sein? Nee, die laufen weiter. Ist es nicht? Nee, sie dreht sich um. Alter, Leute, lasst mal ein Like da. Ich glaube, wir haben sie, oder? Die schauen sich an, die halten Augenkontakt. Oh mein Gott, das Mädchen kommt! Es wird so krank. Guck mal, die freuen sich beide. Die gehen näher. Die zieht die Kapuze ab. Was geht jetzt ab? Oh mein Gott. Guck mal. Licky gibt die Hand richtig uncool. Hast du gesehen, wie die weggezogen hat? Chico! Wir haben unseren Chico! Du hast recht, ich glaube, Vlad will sie. Guck mal, die streiten sich. Habt ihr das gesehen? Vlad gibt Handkuss. Die boxen sich. Und Licky gibt sich. nur so Händchen. Oh mein Gott. Ja, Lucky, willst du sie auch mal sehen? Hier, guck mal. Da. So sehen die aus. Oh mein Gott, die boxen sich nicht, aber warum? Warum das denn? Warte, das Mädchen greift ein. Das Mädchen sagt Stopp. Aber guck dir mal Vlad an. Der hat richtig die Moves drauf. Der macht so Deckung und alles. Guck mal, Alter, Leute. Leute, Mann, wir haben hier Vlad und Niki, wie sie kämpfen um sie. Die streiten um ein Mädchen. Was geht jetzt ab? Schaut dir das an. Oh mein Gott, aber warte. Das Mädchen will, das ist aber ein kleines Mädchen. Das Mädchen will auf jeden Fall, die schickt Niki weg. Hast du es gesehen, Alter? Ja, man hat Niki weggeschickt. Guck mal, die schickt Niki weg. Das Mädchen steht auf Vlad. Du hattest recht, Mann. Du hattest recht. Wenn sie gewonnen haben. Alle, die jetzt ein Like da gelassen haben, hatten recht, Mann. Lasst noch ein Like da und abonniert. Der Gewinner. Oh mein Gott, guck mal. Richtiger Chico. Er verspricht dir die ganze Welt. Niki verspricht. Romantiker. Nee. Niki ist weg und Vlad verspricht dir die ganze Welt. Guck mal, ich kauf die ganze Sonne. Ich kauf dir die ganzen Berge. Alter. Ey, der ist richtig confident, Mann. Guck mal, der macht doch immer so Gangster-Signs. Alter, Freunde, ihr seid live dabei, wie sich Vlad jetzt ein Mädchen klar macht. Oder ist es seine Freundin? Guck mal, Niki kommt wieder. Komm zurück, was soll das? Niki kommt, der Geier, der macht Auge. Niki wird doch verschickt, Mann. Guck mal, was macht der? Der heult. Niki heult. Das ist ja Wahnsinn. Mann, Niki, das Leben geht weiter. Wenn ihr in so einer Situation seid, guck mal, das Leben geht weiter. Der heult, der geht auf die Knie. Da hast du recht, Wild Mann. Ach, denkst du, der will gerade Nummer klar machen, oder was macht der hier? Ja, das könnte hinkommen. Oh mein Gott, nein. Er geht auch auf die Knie, aber... Er macht den anderen ab. Er macht dir einen Heiratsantrag. Oh mein Gott. Alter, Leute, er nimmt ihre Hand. Wir sind Live-Zeuge, ihr seid Live-Zeuge. Wir sind einfach Zeugen dabei. Was geht jetzt ab, Mann? Oh mein Gott. Was? Wohin gehen die? Und der kleine Bruder, Niki, schaut nur zu und fässt sich an den Kopf. Der kann es nicht glauben. Und Vlad schickt ihn weg. Vlad schickt Niki weg. Alter, ist ja klar, der große Bruder hat das Sagen. Das ist richtig doch. Ist doch kein Doppeldate. Oh mein Gott, du hast recht. Warte, die setzen sich. Wild, Mann, wie krank ist das, dass wir die live haben? Das ist ein Player! Alter, lass mal einen dicken Like da! Schau mal. Das ist Storytime, Mann. Das ist das Kennenlernen-Date. Oh mein Gott. Die lernen sich gerade kennen. Das ist die Kennenlernphase. Oh mein Gott, deswegen reden die auch so süß. Oh mein Gott, ich glaub, er legt seinen Arm um sie gleich. Er macht den ersten Schritt. Er macht den ersten. Er ist Playboy. Oh, es ist mein Junge, Mann. Oh mein Gott, du hast sowas von recht. Und Niki ist einfach weg. Wir hat einfach Niki weggeschickt. Geisteskrank. Krass, Alter, Leute, Mann. Ich bin so hyped, dass wir das sehen mit euch zusammen live, Mann. Vlad ohne Niki in dem Fall. Ja. Am Daten mit Freundin oder was? Freundin und so, Alter. Krass. Aber du merkst, der Typ ist confident. Der ist bei Minusgraden im T-Shirt unterwegs. Alter, du hast recht, Mann. Da liegt überall Frost am Boden. Ja, die ist und jetzt, guck mal, ganz gemütlich so arm so. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. Ihr wisst, wie es abläuft, Mann. Heftig. Mann, das ist ein Liebesguide. Oh mein Gott, Vlad, was ein Pimp, Mann. Richtiger Player. Aber ich würde gerne hören, was sie sprechen, Mann. Leider haben wir kein Mikrofon in der Drohne. Leider hören wir es nicht, Freunde. Oh mein Gott, wohin gehen die? Nein. Denkst du, woran ich gerade denke? Denkst du, woran ich gerade denke, Mann? Dass sie nach Hause gehen? Ja, zu dem roten Haus. Oh mein Gott, guck mal. Die Händchen halten, laufen die. Und warum folgt ihr die? Niki, der kleine Bruder Niki, geil, hat übertrieben. Der Alter, macht Auge. Der gönnt doch gönnen. Der muss doch gönnen, hallo. Der sollte Wingman sein. Guck mal, Vlad schickt Niki wieder weg.
Heftig, Mann. Krass, dass wir das live hier erleben, Mann. Guck mal, der versteckt sich hinter der Bank, Niki. Seht ihr das? Niki versteckt sich ganz sneaky hinter der Bank und der voll. Geier! Mehr ist das nicht, ein Geier, ein Nichtsgönner. Schau mal, der rennt. Der rennt. Alter. Oh mein Gott. Alter. Nicht. Bitte nicht wieder wachsen. Bitte Leute, nicht. Mann, ich glaube, der will jetzt angreifen oder was macht er? Schau. Doch. Nochmal. Und Vlad gekonnt, haut dem den Hut runter. Der merkt doch, dass er größer und stärker ist. Gewichtsklasse, alles ist anders da. Schau mal, Vlad sagt die ganze Zeit, bitte geh einfach, bitte geh, Niki. Wie nennt sich das, Mann? Der crusht so richtig das Date, ja, Alter. Ja, das ist voll, das ist auch, Alter. Ey, das ist so nicht der Hochzeitscrasher, sondern der Date-Crasher, Mann. Und der Vlad, der will ihn nicht schlagen, der verscheucht ihn einfach nur. Weißt du, was ich denke? Mann, Niki ist natürlich das dritte Rad am Wagen. Ja, der ist eifersüchtig. Schau mal, oh mein Gott. Nein, sie haben uns entdeckt, Mann. Nein, wir müssen weg von dir, weg. Nein, Leute, die haben uns entdeckt, Mann. Was geht jetzt ab, Mann? Oh nein. Alter, die greifen uns an. Beide. Dicker. Das ist geil, Mann. Alter, Blut ist dicker als Wasser. Jetzt sind die wieder verbündet. Vlad und Niki sind wieder Best Friends oder was? Das sind natürlich Brüder. Brüder, Blut ist dicker als Wasser. Ja, normal ist Blut dicker als Wasser. Und jetzt greift Niki uns an und beschützt. Was macht Vlad? Alter, der holt ein Telefon raus. Der holt ein Telefon raus und ruft an. Aber wen? Das ist ein Elimobil. Wen ruft der an? Denkst du, ne? Ruf mal Freunde, wen ruft der an? Verstärkung. Die rufen Verstärkung. Seine russische Familie. Wir sind dran, Mann. Wir sind dran. Denkst du? Ja, Mann, der holt die ganzen Boxer da. Hätten wir das nicht machen sollen, hätten wir nicht die Drohne überwachen sollen. Gott, Leute, wir machen das nur für euch. Alter. Wir werden von dir alles für euch. Oligarchen werden uns jagen. Ich glaube nicht, oder? Doch, guck mal, die machen alle drei jetzt. Am Anfang hast du gesehen, Vlad und Niki streiten, Mann. Jetzt ist... Die gehen. Wieder weiter. Der hat schon die Verstärkung gerufen. Der hat Verstärkung gerufen und dann muss er sich nicht mehr die Hände dreckig machen. Nein, oder? Ich hoffe nicht, Mann. Alter, Leute, Mann. Wenn der jetzt wirklich Oligarchen geholt hat, die Verstärkung. Dann sind wir am Arsch. Dann müssen wir uns sofort verstecken, Freunde. Dann müssen wir jetzt sofort abhauen. Wir sind dran. Meinst du, bis echt? Weg, Oh mein Gott, weißt du was, Leute? Wir landen die Drohne und dann verstecken wir uns auf. Okay. In die Kommentare geschrieben. Was ist denn passiert? Dass sich Vlad und Niki mit einer Freundin treffen. Was für eine Freundin? Die beste Freundin oder Crush? Alter, ich habe keine Ahnung. Crush wäre krass, aber dann ist die Frage, Crush von Vlad oder Crush von Niki? Das müssen wir doch herausfinden jetzt. Oh mein Gott, der Grinch ist da. Der Grinch ist da. Wo ist die Drohne? Was klappt, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge, Mann. Der Grinch ist da. Ihr seht es, der Grinch verfolgt uns. Der will uns irgendwas antun. Er hat genau keine Ahnung, was wir... Er geht. Er geht einfach! Wenn er weggeht, dann können wir ihn jetzt mit der Drohne verfolgen. Was haltet ihr davon? Sollen wir mit der Drohne verfolgen? Wir bleiben nämlich hier im sicheren Hauptquartier und werden jetzt Grinch mit der Drohne überwachen. Ich würde sagen, das machen wir. Leute, lasst alle ein Like da, let's go! Ihr habt es ja gerade im Intro gesehen, der Grinch war bei uns zu Hause und ist gerade abgehauen. Und aus diesem Grund werden wir jetzt die Drohne starten, damit wir ihn finden. Ich will wissen, was der Grinch vorhat. Ihr doch bestimmt alle auch. Was hat der Grinch vor? Und Schreibt es in die Kommentare und lasst ein Like da. Ihr wisst, der Grinch ist erst vor 3-4 Minuten abgehauen. Er kann nicht weit sein. Er muss hier in der Nähe sein bei uns. Dafür diese ist jetzt die goldene Drohne hat eine Reichweite von 4 Kilometern, damit das müssen wir kommt die Weihnachtsdrohne. 3, 2, 1. Abflug! Wir sind jetzt hier direkt zu den Gleisen geflogen. Wir vermuten, dass sich Grinch hier befindet. Er kann ja nicht weit sein und ist direkt in der Nähe von uns, Mann. Er war gerade bei uns vor der Tür und Grinch ist abgehauen. Irgendwo muss er sein, Mann. Grinch ist bei uns. Lexi, Mann, ich vermute, dass er da hinter dieser Zentrale sein kann. Er hatte eine 360-Grad-Sicht. Du siehst es, über das ganze Gelände, über die ganze Stadt. Wenn er da drin ist, kann er alles sehen, hat er alles im Blick. Und ihr lasst alle mal jetzt ein Like da. Jeder, der jetzt zuschaut, liked das Video, gibt einen Daumen nach oben, weil Grinch ist bei uns. Es gibt nur ein kleines Problem, Flex. Was denn? Ist dieses ganze Glasfront verspiegelt? Ich kann nicht reingucken, Mann. Grinch kann rausschauen, aber wir können mit der Drohne nicht reinschauen. Ich glaube, der ist da nicht, Mann. Leute, wir müssen uns bitte weiter umschauen. Bitte nicht, ich hoffe nicht. Aber siehst irgendwo du? In der Nähe muss er sein. Er ist gerade eben erst abgehauen. Ich sehe auch, das gesehen. Auto von Grinch ist nicht da. Das Auto von ihm ist nicht da. Sein Auto ist, glaube ich, rot, Mann. Und wenn er was klaut, dann ist es Weihnachtsmann sein Schlitten. Mit dem klaut er. Durch die Himmel rasen kann. Und er fliegt dann durch die Wolken. Und klaut alle Geschenke, weil er will Weihnachten zerstören. Oh Gott, wo ist dieser Grinch? Da ist er. Was? Ist das ein Lieferwagen voller Geschenke für euch? Und da wird Grinch ihn überfallen. Ihr wisst es doch, DHL klaut und alle sowas. Geschenke. Alle Pakete weg, damit es kein Weihnachten gibt. Was wir am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Flexi, Mann, ich würde sagen, wir folgen dem Auto nicht, Mann. Das ist es nicht, oder? Nein, ich glaube nicht. Wenn wir jetzt jedem Postauto folgen, dann verbrauchen wir den ganzen Tag für. Aber Cayman, Grinch muss hier irgendwo in der Nähe sein. Ich habe die Idee, Mann. Was?
ist, wenn Grinch das Umspannwerk außer Gefecht setzt, dann haben wir keine Lichter mehr. Und die LED-Ketten am Weihnachtsbaum gehen auch nicht mehr. Dann ist der Weihnachtsbaum nicht mehr schön. Kevin, die haben wir doch gerade erst aufgehängt. Alles leuchtet schön im Dunkeln. Ihr seht es, Mann. Hier ist das Umspannwerk. Und wenn der Grinch da irgendwas anfasst, dann geht's kaputt. Dann haben wir keinen Strom mehr. Dann sitzen wir im Dunkeln. Kein Strom mehr bedeutet keine Lichter an Weihnachten. Und dann habt ihr nicht mehr diesen schönen Balkon. Dann hat Grinch das, was er wollte. Er hat Weihnachten zerstört ohne Lichter. Aber da war kein Grinch. Tausend Lichter brauche ich. Da war kein Grinch. Ihr habt es gesehen. Da war keiner. Hey, das ist ein Spielplatz, oder? Das ist aber ein ganz cooler Spielplatz. Und es sind drei baugleiche Häuser, Mann. Nee, das ist, ey, ein cooler Spielplatz? Vielleicht ist Grinch am Spielplatz. Das ist was Rotes. Oh ja. Ihr wisst ja, Grinch, grün und rot. Du hast recht, Mann. An Spielplätzen verbringt auch gerne Grinch seine Zeit. Tischtennisplatte. Da ist ein Baumhaus. Da ist ein Container. Was ist das? Da ist noch alles. Aber Alter, eine Schaukel. Cayman, fällt dir was auf? Da ist keine einzige Person. Du hast recht, komplett ausgestorben, menschenleer, das kann nicht sein. Das ist echt sass! Alter. Niemand ist dort. Du hast recht. Ich schau mal da drüben auf den Balkon. Vielleicht ist ja jemand auf dem Balkon. Ey. Vielleicht chillt da ja einer. Das kann sein. Was ist, wenn Grinch jetzt einfach auf dem Balkon rauskommt? Oh mein Gott, aber da chillt nicht mal einer. Zum Glück sind wir mit der Drohne unterwegs und die Drohne ist ganz hoch in der Luft. Grinch, weißt du, was ich glaube? Die Leute, die da wohnen, die sind alle arbeiten gegangen. Das kann natürlich sein. Die sind alle auf der Arbeit. Und sie haben alle Angst vor Grinch. Und verstecken sich deswegen und bleiben den ganzen Tag zu Hause. Was jetzt? Arbeiten oder zu Hause? Es ist kalt. Ich weiß es nicht. Und ich die Leute haben Angst vor Grinch. Spielplatz, Flexi, Mann. Da unten ist ein Spielplatz. Wo ist Grinch? Spielplatz. Nee, das ist aber niemand, oder? Da ist auch wieder keine einzige. Wie kann es sein, aber dass Schnee. Auf dem Spiel... Warte, Cayman! Ihr seht's auch, oder? Das ist was Rotes. Ihr seht es, das ist was Rotes. Und was Grünes, Mann, Freunde. So rot wie dein Ohrring. Ja! Ja, grüne Haare! Das ist Grinch, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott, aber wie schnell ist der? Der ist ganz schön weit gekommen. Er ist doch auch ganz schnell abgehauen von uns! Vom Hauptquartier, von Was Wir! Der ist doch nur vor 2 Minuten gegangen, aber wie schnell ist der? Ist der gerannt oder ist deshalb trage ich ja den Was Wir-Pulli! Wenn ihr sowas auch wollt, dann checkt mal in der Beschreibung den Link ab zu unserem Was Wir-Shop! www.waswir.de. Das ist unser Shop für Merchandising, Pullis, T-Shirts, alles was ihr haben wollt, perfekt für Weihnachten! Das ist wirklich perfekt für Weihnachten. Lass ein Like da. Oh mein Gott, guck mal, der sieht wieder grüne Bäume. Was hat der vor? Der weiß nicht, wo er hingehen soll. Er wollte erst rechts, geradeaus links. Erstmal wollte er zu uns und dann haben wir die Tür zugemacht. Der konnte uns nämlich nichts antun. Wir sind sicher hier im Hauptquartier. Sonst wären wir jetzt dran. Die Rollläden sind auch unten. Ich glaube, dass er einen Plan hat und irgendwas anderes. Schau mal. Ah nein, er ist wütend. Er ist wütend, dass... Weil er nicht reingekommen ist, weil wir die Tür zugemacht haben. Ja, oder weil wegen dem Schnee, der da liegt, der ganze Schnee. Weil er mag keinen Schnee. Ja, weiße Weihnachten. Keine weißen Weihnachten. Aber wohin läuft der? Wir müssen auf jeden Fall gerade nicht so niedrig nehmen. Sorry Leute, ich will nicht, dass Grinch uns entdeckt. Deswegen fliege ich jetzt ein bisschen höher für euch. Aber guck mal. Weil wenn Grinch uns entdeckt, der wird unsere Drohne kaputt machen. Schau sie an. Er ist wütend auf den Schnee. Er hasst Schnee. Er ist sauer. Hey, und ihr liebt doch bestimmt alle Schnee. Oh mein Gott, Grinch hasst Schnee, ich sag's dir. Und er hasst so nah an Grinch nur für euch, dass ihr live dabei seid, Mann. Drohne überwacht live Grinch! Schau, er geht in den Schnee, er kickt den Schnee. Nee, er mag überhaupt keinen Schnee. Oh, was macht der denn? Oh mein Gott, hast du es gesehen? Was ist mit Grinch denn los? Völlig verrückt, der Typ. Ich glaube, dieses Jahr ist Grinch wirklich verrückt geworden. Hey, der hat ja so viele Sachen angestellt, auch auf unserem anderen Kanal. Leute, ihr könnt es euch ja gerne mal angucken. Cayman und Flexi. Was geht ab? Wohin läuft der? Da vorne ist noch ein Spielplatz. Ich sehe da eine Rutsche. Der will zum nächsten Spielplatz. Der sucht Kinder, ganz klar. Ist er aber läuft? Krass. Von Spielplatz zu Spielplatz zu Spielplatz? Und dann sucht er Bäume? Was hat Grinch vor, Leute? Habt ihr eine Idee? Weihnachten zerstören. Schreibt's in die Kommentare. Will er wirklich Weihnachten zerstören? Abonnieren. Abonnieren ist kostenlos hier. Junge, jetzt ist er doch gleich beim Spielplatz, der Grinch, oder? Aber er sieht, der Spielplatz ist leer wahrscheinlich. Er wundert sich, wo sind die ganzen Kinder hin? Wo sind die ganzen Geschenke? Wo ist der Weihnachtsmann? Wo sind die Weihnachtsbäume? Wo ist der ganze Schnee? Ich glaube, Grinch ist komplett kaputt im Kopf. Ja, oder die Kinder wussten, dass Grinch um die Ecke kommt. Und deswegen versteckt er sich. Verstecken sich alle Kinder. Warte mal, der bleibt stehen. Wieso bleibt der stehen? Da ist doch niemand. Der hat irgendjemand gesehen, Leute. Echt? Oh mein Gott, da ist ein Baum. Achtung. Die Rutsche ist leer. Oh, das Trampolin ist leer. Jemand. Hey, da ist echt jemand. Da spielt jemand Fußball. Da spielt jemand Fußball auf ein Tor. Alter, wir müssen... Was geht da? Wir können die Person nicht warnen. Grinch kommt. Aber Leute, ihr seht es. Flex, man, vorsichtig, man. Diese Person weiß nicht, dass Grinch auf ihn zuläuft. Ja, eben. Schau es dir an. Wir können nichts machen. Greift an. Und ihr seht es. Grinch läuft jetzt genau zu dahin. Und dann dreht sich weg. Er schaut sich um. Er schaut sich um, ob irgendwo Zeugen sind. Leute, genau. Die beobachten.
Es ist aber auch wirklich niemand da. Nur Grinch und jemand, der Fußball spielt. Wer ist das? Wer spielt? Oh, er rennt! Oh, voll pass auf, pass auf! Oh mein Gott! Nein. Oh mein Gott! Wow! Das ist Niki! Das ist Niki! Blatt und Niki, die Brüder! Blatt und Niki! Oh nein! Wo ist Blatt? Ich glaube, Grinch hat Blatt schon entführt. Meinst du? Und jetzt ist Niki da und spielt Fußball. Ich glaube, was anderes. Blatt ist trinken holen gegangen und Niki hat weitergespielt. Und deswegen ist Niki alleine. Stimmt, und Blatt die haben zusammen gespielt. Wahrscheinlich kommt Blatt gleich in 2-3 Minuten. Leute, oh mein bleibt Gott. Dran. Blatt kommt gleich, glaube ich. Der hat den Fußball auf ihn geschmissen. Ich der arme Niki. Ihr müsst zurückspulen für mich. Ich hab's nicht gesehen. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Flexi, das ist nur ein Fußball, der ist aus Luft, der tut nicht so weh. Ja, wenn Grinch ihn schmeißt, Grinch ist stark. Alter, was geht jetzt ab? Und Niki wollte doch nur in Ruhe Fußball spielen. Guck mal, arme Niki. Du hast recht, Niki bietet Grinch an, Alter, Leute. Aber der will nicht, Grinch will den Ball gar nicht haben. Guck mal, Niki sagt, bitte lass mich alleine, du spielst dein eigenes Ding. Lass mich in Ruhe. Ich spiel mein eigenes Ding. Lass doch Niki in Ruhe, was hat Grinch vor? Guck mal, Niki freut sich voll, der ist voll was nett macht und so. Niki will schaukeln auf diesem Reifen. Und du hast recht, es hat geklappt. Guck mal, der Grinch macht da hinten nur Meier. Der Grinch lässt ihn in Ruhe. Es hat funktioniert vielleicht. Der Grinch lässt Niki in Ruhe. Nein, Grinch kommt wieder auf Niki zu, Mann. Und das Problem ist, wir können Niki nicht warnen. Und Vlad ist nicht da. Wo ist denn Vlad und Niki? Vlad und Niki sind doch Brüder, sind doch unzertrennlich. Niki, pass auf. Grinch ist hinter dir. Und sein Hut ist runtergefallen vor lauter Freude. Ihr seht es. Der schaukelt immer weiter. Niki freut sich. Pass, dreh dich um, dreh dich um. Leute, Sacke umdrehen. Ruf Vlad an. Ah, komm, was ist hier los? Nein. Er hat ihn gleich. Nein. Was macht er? Oha, ist der Grinch. Der Grinch hat Niki von der Schaukel geschmissen. Ihr wisst ja, der Grinch ist komplett böse. Er hasst Weihnachten. Er will Weihnachten zerstören. Und er mag auch keine Kinder, weil Kinder lieben Weihnachten. Wieso hat er das getan? Wieso hat der Niki von der Schaukel geschuckt? Und ihr, du siehst es, Flex. Leute, lasst alle mal ein Like da. Und wisst ihr für wen? Für uns und für Niki. Lasst alle ein Like da für Niki. Schau, Niki wehrt sich jetzt langsam. Niki sagt, bitte lass mich alleine spielen. Mach du dein eigenes Ding. Ich mach mein eigenes Ding. Pass auf, Cayman. Alter, so klar. Ich bin wieder in den Ast geflogen. Die Drohne ist fast abgestürzt. Nicht gegen einen Baum fliegen, Mann. Ah, aber Niki hat jetzt was Neues. Das ist so eine Hüpfmatte oder sowas. Und der Grinch schaukelt jetzt auch. Es klappt also, Niki hat gesagt, jeder soll sein eigenes Ding spielen. Jetzt spielt jeder sein eigenes Ding. Jetzt spielt Niki was anderes. Nein, er kommt wieder. Grinch kommt. Pass auf, Niki! Ich sag dir eins, Grinch kann es nicht ab, dass Niki so viel Spaß hat. Der hat einen Ast in der Hand! Oh mein Gott! Der will den mit dem Ast schlagen! Ihr seht es! Ist es viel zu krass, Leute? Pass auf, Niki! Der ist von diesem Trampolin gefallen, Leute. Und Grinch lacht ihn aus und zeigt mit dem Finger auf ihn. Man zeigt ihn mit dem Finger auf ihn. Jedes Mal, wenn Niki irgendwas spielt, kommt der Grinch und macht alles kaputt. Das beweist mir, dass Grinch es einfach nicht ertragen kann, dass andere Leute so viel Spaß haben. Das feiere ich überhaupt nicht. Komplett, ihr seht es. Jetzt spielt er bei der zweiten Matte. Da kannst du ihn doch in Ruhe lassen, Grinch. Alter, ich kann sie gar nicht und mehr. Und überleg mal, Grinch wäre fast bei uns zu Hause gewesen. Ach, mein Grinch wird irgendwas wieder machen. Der kommt wieder mit dem Stock an. Wer war bei uns wie willst du denn so spielen? Einerseits tut mir wirklich leid für Niki, aber andererseits können wir... Der wäre fast bei uns zu Hause. Wir können froh sein, dass er nicht zu uns rein ist. Und du weißt, Cayman, wir haben unseren Weihnachtsbaum schon aufgestellt. Ihr habt ihn alle gesehen. Grinch würde ihn einfach kaputt machen. Wir schauen jetzt noch 2-3 Minuten hier mit der Drohne weiter, was Grinch macht. Vielleicht beruhigt sich der Grinch. Und wenn nicht, dann gehen wir da sofort hin und retten Niki. Wir müssten auf jeden Fall nachher Niki retten. Ist er bleibt bis zum Ende dran. Oh mein Gott. Allen Like da. Lass sie, schau mal. Oh mein Gott, er quält ihn weiter. Was ist nein, er wollte da sich ausruhen und Grinch dreht diese Scheibe. Und Niki sagt, stopp, bitte und stopp. Und Niki sagt, es ist zu schnell. Schau mal, der kann... Ich hab's dir gesagt, es ist zu schnell und Niki ist gestolpert, und weil Grinch die Scheibe zu schnell war. Einfach weiter, Grinch hört nicht auf, er macht weiter, Mann. Leute, oh mein Gott, Grinch greift an. Oh, Niki ist runtergefallen aus 1 Meter Höhe auf dem Boden. Kannst du mir sagen, warum Grinch Niki nicht einfach in Ruhe lässt? Auf dem Spielplatz, Niki will ganz in Ruhe spielen und wo ist Vlad? Und es ist Vlad und Niki. Grinch lacht die ganze Zeit ihn aus und zeigt mit dem Finger auf. Ich kann nicht mehr gut flexen, wir müssen was unternehmen, wir müssen angreifen. Ja, Niki haut ab. Niki versucht abzuhauen. Das ist gut, wir bleiben dran. Guck, wie schnell er ist, er versucht abzuhauen. Du hast recht, und der ist doch schon fast oben auf dem Hügel. Eben. Auf dem großen Berg. Und vielleicht kann er dann einfach weggehen und den Grinch alleine und in Ruhe lassen. Aber schau mal, wie krank es ist. Grinch steht unten und guckt nach oben, als würde er diesen ganzen Berg bewachen. Das stimmt, das heißt... Niki kann da nicht mehr runter. Niki kann nicht weg, er schaut sich um. Er findet keinen Ausweg. Da gibt's keinen anderen Ausgang. Oh, er kann nur runterrutschen. Nein. Oder er wird jetzt nicht rutschen, oder? Ja, er muss. Verdammt, Freunde. Lass mal einen fetten Lauf. Und wenn er jetzt rutscht, rutscht er genau in Grinch seine Arme. Schau's dir an.
Ich kann nicht hingucken. Er will gar nicht! Oh mein Gott! Durch die Beine, hau ab! Hau ja, ab, schnell! Macht er jawohl! Er hat's geschafft! Er hat's geschafft! Oh! Jetzt ärgert ihr! Jetzt Niki ärgert Grinch zurück! Die Rache, er hat mit seinem Hut auf den Bobbys geschlagen, auf den Popo! Jetzt lacht Niki ihn aus! Sie wollen Fußball spielen! Guck mal! Oh mein Gott! Nee. Ah, doch, Niki hat den Niki hat den Verfolgungsmanöver! Ja, richtig krass! Oh, jetzt gibt's eine Verfolgungsjagd! Ich kann's gar nicht fassen! Grinch! Verfolgt gerade Niki live auf dem Spielplatz! Er gibt auf! Grinch gibt auf! Ja, gibt er auch. Guck, Niki rennt weiter. Okay. Aber Grinch läuft. Ja, dann hat Niki jetzt freie Bahn. Jetzt kann er wieder spielen gehen. Er sagt doch, bitte bleib weg. Ja, jetzt schaukelt er ganz gemütlich. Jetzt hat Niki wieder Zeit und hat Lust zu schaukeln. Aber mir macht nur ein bisschen Sorge, dass der Grinch daneben steht. Vielleicht hat der Grinch wieder irgendwas vor. Vielleicht hat Grinch jetzt auch einfach keine Lust mehr. Was macht der Grinch? Hat was in der Hand? Zeitzug? Was hat der in der Hand? Eine Kette. Eine Metallkette, die ist aus Metall. Wow! Hat das Ding geworfen! Der hat die von der Schaukel runtergekickt! Oh mit diesem Teil! Was geht hier ab, Leute? Der arme Niki! Das kann doch so nicht weitergehen! Ich glaub, Niki haut ab, oder? Ja, würdest du da weiterspielen wollen auf dem Spielplatz, wo Chris ist? Nein, Kevin, bitte nicht schon wieder! Weißt du, was ist? Er hat sein Ziel erreicht! Er wollte den Spielplatz für sich alleine! Guck, ihr seht, Niki rennt da hinten weg! Niki ist abgehauen! Und los, Flat! Und was will jetzt Chris von uns? Was machst du, Cayman? Der Akku, ich muss notlanden! Nein, du hast doch gesagt, der Akku wäre voll! Die Drohne landet automatisch, ihr seht's! Nein! Wie ist jetzt gelandet? Leute, ich kann nichts mehr machen, ihr seht es hier, der Grinch. Wenn jetzt... Die Drohne ist für immer verloren! Was macht Grinch jetzt? Grinch hat die Drohne! Oh mein Gott, Leute, was sollen wir machen, wenn... Wir müssen dahin oder was sollen wir machen? Was sollen wir jetzt machen? Oh mein Gott! Wir sehen die Drohne nie wieder! Deshalb verstecken wir uns jetzt hier, hinter unserem Weihnachtsbaum! Der hat Stärke und Kraft und Energie! Und ihr wisst ja, der Grinch hasst Weihnachten. Der will Weihnachten immer zerstören. Und vielleicht hat er Angst vor diesem schönen, wunderschönen Tannenbaum. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, diesen Weihnachtsbaum zu schmücken, dass Grinch ihn nicht kaputt machen darf dieses Jahr. Aber wisst ihr, was das Geilste ist, Freunde? Wir wollen nämlich jetzt erstmal schauen, ob es Blippi gut geht. Und aus diesem Grund werden wir die Drohne starten und schauen, was Blippi gerade macht, Mann. Wir wollen ja nicht, dass er sein Herz wieder verliert. Deshalb müssen wir die Drohne starten und alles verfolgen, was Blippi heute so vorhat. Die Drohne ist jetzt in der Luft und Blippi kann nicht so weit weg sein, weil er erst vor circa 10 Minuten gegangen ist, Leute. Und zwar mit unserem neuen Herz, das wir ihm gegeben haben, das voller Liebe ist, Leute. Ein gutes Herz. Lasst mal alle jetzt ein Like da. Wir sind jetzt auf der Suche nach Blippi. Aber das Gebiet ist so groß, dass ich überall Blippi befinden könnte. Seht ihr irgendwas? Blippi kann auch in diesem Gebiet überall hingehen. Zum Glück haben wir ja die Drohne. Und ihr wisst, wie Blippi aussieht. Orangene Hosenträger, Fliege, Mütze, orangene Brille. Und ist eigentlich jetzt mit diesem Herz, müsste er wieder gut drauf sein. Hier ist unser Hauptquartier, Leute. Ihr seht unser Hauptquartier, wir fliegen da mal hin. Da seht ihr dann, wie hoch ungefähr Blippi sich befinden könnte, Mann. In dem ganzen Gebiet könnte Blippi überall sein. Das ist das Problem. Und wir wissen auch nicht, was Blippi vorhat. Deshalb überwachen wir ihn ja jetzt mit der Drohne. Aber Flexi, wie immer, du siehst es. Kein Mensch weit und breit, alle einfach weg. Aber weißt du, was ich sehe dort? Schnee! Ein bisschen Schnee! Liegt Leute, bei euch mehr Schnee als bei uns? Liegt bei euch überhaupt schon Schnee? Dann schreibt es mal in die Kommentare und schreibt Schnee in die Kommentare. S-C-H-N-E-E oder habt ihr 30 Grad und Sonnenschein, Mann? Das wäre natürlich krass. Hier ist es übel kalt. Du siehst es doch, überall Schnee, alles ist gefroren. Was ist? Da vorne läuft jemand. Wo? Da ganz geradeaus am Feld. Da hinten. Ich flieg näher. Was ist, wenn es Blippi ist? Es könnte Blippi sein, von der Zeit, von der Distanz her passt er das. Er muss hier irgendwie wohin laufen. Er muss hier auf dem Weg... Es ist Blippi. Es ist, Leute, wir haben Blippi gefunden! Vor allem Blippi mit dem guten, lieben Herz. Er freut sich voll. Schaut mal, wie er tanzt und sich freut. Er ist wieder gut drauf. Das heißt, wir haben richtig alles gemacht, Doktor und Doktor. Leute, wir Mann, haben alles ihr seht richtig es. Gemacht. Er schüttelt die Dance Moves aus seinem Ärmel, Mann. Guckt ihn euch an, wie gut er drauf ist einfach. Einfach gut gelaunt, Mann. Ja, überlegt doch mal. Da ist alles grün. Es ist Schnee. Es ist Dezember, Leute. Er spielt dieses Hüpfspiel. Zack, 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 zack. Ich weiß nicht, wie es heißt, Mann. Weißt du, wie es heißt? Ich weiß auch nicht, wie es heißt. Aber ihr kennt es alle, Mann. Das habe ich früher als Kind immer gespielt. Mit den zwei Feldern und an zwei Feldern und noch ein Feld. Auf einem Bein, auf zwei Beinen, auf einem Bein, auf zwei Beinen, bis man zum Ziel ist. Also ich bin schon mal ein bisschen beruhigt, Flexi, dass Blippi es gut geht, dass Blippi noch lieb ist und dass Blippi vor allem das Herz so gut angenommen hat. Es ist perfekt, Leute. Ihr seht es. Blippi ist gut drauf. Das war unser Ziel, weil Blippi war sehr, sehr böse zu uns, hat Sachen kaputt gemacht. Okay, aber trotzdem hat Blippi gesagt, dass der Grinch auf dem Weg zu uns ist, Leute. Das hat er zwar gesagt, aber ich glaube, dass es ihm einfach nur so rausgerutscht ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Grinch auch irgendwo nur in der Nähe sein kann. Aber was ist, wenn Blippi und Grinch unter einer Decke stecken? Was ist dann, Flexi? Der böse Blippi oder der liebe Blippi? Weil jetzt ist er lieb. Schau doch mal.
Der streichelt einen Stein! Dem ist ja aus der Hand gefallen, wenn ich es gesehen habe. Spult mal zurück. Oh, jetzt schmeißt er wieder zur Seite. Der ist so gut drauf und spielt sogar jetzt mit Steinen. Das musst du dir mal vorstellen. Meinst du? Ja! Okay, Leute, wir bleiben mal kurz dran. Wir werden danach, wenn wir Blippi beobachtet haben, euch was richtig Geiles zeigen gleich, Leute. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und lasst alle nochmal ein Like da. Ihr seht, er tanzt wie verrückt, dieser Blippi. Ich bin so froh, dass er das Herz wirklich angenommen hat, das Gute. Ich würde gern wissen, was er für eine Warte Musik mal, Flexi. Hört bei diesem Tanz. Alter, guck mal da, da liegt was. Ja, da liegt halt was, Müll. Leute, lasst nicht immer euren Müll irgendwo auf irgendwelchen Straßen oder Wegen liegen. Auf Feldern so, Leute. Nee, kein Müll liegen lassen. Aber ja, krass. Doch, oh, oh, oh. Was ist? Der Müll bewegt sich. Das kann nicht sein, Müll bewegt sich nicht. Du siehst es. Das ist was Grünes. Was Rotes? Nein, warte. Warte. Wie? Dicker. Aus dem Müll oder was? Alter, Freunde, das ist der Grinch. Wir haben den Grinch entdeckt. Bist du dir sicher? Guck sie doch an. Ich muss sein Gesicht sehen. Und ob das unser Grinch ist oder irgendein Grinch. Weil es gibt nur ein Original bei was warte, wir. Warte, warte, ich flieg näher, Freunde. Ihr seht das. Sein Gesicht. Das ist der echte Grinch. Oder? Unser Grinch, das ist der echte, originale Grinch. Blippi hat recht. Aber warte mal, Blippi ist vorbeigelaufen. Blippi ist in Gefahr. Blippi ist in Gefahr, Freunde. Oder treffen die sich? Nein. Hast du vorhin gesagt, dass die arbeiten zusammen? Aber du hast doch gesehen, man, Blippi ist vorbeigelaufen. Der wusste nicht, dass Grinch... Der wusste nicht, die treffen sich eigentlich gar nicht. Alter, da vorne ist Blippi, Mann. Der muss aufpassen. Blippi muss aufpassen. Mein Grinch ist hinter ihm. Das ist so wenig Abstand. Der Grinch könnte Blippi sofort einholen. Alter, aber Leute, was hat der Grinch da gemacht? Hat er da 11 Monate in diesem Winterschlaf? Meinst du? Ich glaube, in seiner Höhle. Mit einem Laken und einfach auf der Straße. Am Rand, am Feldrand? Was geht jetzt ab, Alter? Die Frage ist auch jetzt, was hat der Grinch vor? Ich flieg näher, ich flieg näher. Was hat der Grinch vor? Er packt sein Lager zusammen, er packt sein Zelt zusammen. Natürlich! Und schmeißt es weg. Weil es ist jetzt Dezember. Jetzt wacht er auf, jetzt kommt der Grinch. Was macht denn der? Der lacht oder was? Der ist müde. Der hat ja auch 11 Monate geschlafen. Wo war er 11 Monate? Hast du ihn 11 Monate lang gesehen? Nicht, einmal? Das macht alles Sinn, weil jetzt ist Dezember, jetzt kommt Weihnachten und an Weihnachten kommt immer der Grinch. Pass auf! Blippi. Und Grinch, stand off, face to face. Ja, aber das Problem ist, Blippi ist ja jetzt voll lieb geworden. Und wir wissen nicht, wie Grinch drauf ist. Ist er gut drauf oder ist er böse drauf? Guck mal, Grinch versucht seinen Handschuh anzuziehen. Mann, die irgendwas reden die. Aber was macht Blippi? Blippi versucht irgendwie Kontakt zu machen. Ja, aber Blippi ist wenigstens vorsichtig. Freundschaft vor sie. Und schaut, er hat immer einen kleinen Abstand zum Grinch. Er hat immer einen Abstand. Oh, er hat ihn berührt, Blippi berührt, Grinch, Mann. Ja, vielleicht ist Grinch gut drauf. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ihr wisst Bescheid. Ich glaube, Blippi weiß gar nicht, wer Grinch ist, oder was ist das? Jeder weiß, wer Grinch ist. Der macht so, er traut seinen Augen nicht, oder was? Stimmt, weil Grinch ist auf einmal da aufgetaucht, aus dem Nichts. Hättest du gedacht, dass auf diesem Weg der Grinch ist? Oh mein Gott. Jetzt hat der Grinch ihn im Visier. Oh oh. Oh! Habt ihr das gesehen? Grinch hat Blippi geschuckt! Der Böse! Ja, dann ist er wirklich böse. Nein. Freunde, man, ihr seid live Zeuge, man, live wie der böse Grinch Blippi schuckt. Nochmal. Nochmal geschuckt. Das zweite Mal. Blippi ist lieb wegen dem Leute, Grinch. Lasst mal alle ein Like da, wenn ihr denkt, dass der Grinch böse ist und nicht lieb. Du kennst ja was, du kennst doch Grinch, Mann. Der hasst Weihnachten, der zerstört immer die Geschenke von euch, von euren... Ey, so viele Videos mit dem Grinch. Schau, was wir und der Tag gehört dir. Alter, guck dir das an. Nein. Doch. Jetzt hat Blippi langsam ein bisschen Angst, oder? Ich glaube, dritte Mal geschuckt. Ihr alle seht es hier live. Rei, live, Mann, auf der Drohne mit Grinch und Blippi. Ein bisschen leid, Mann. Wie können wir Blippi helfen? Wir können ihm nicht helfen. Wir können nur ich zuschauen. Ich glaube, dass Blippi Alter, versucht, mal. Nett mit ihm zu reden. Guck mal, der Grinch kommt entfahren. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, da sind Passanten. Die kennen doch den Grinch. Jetzt wurde er geschuckt und zwar so stark, dass Blippi runtergefallen ist. Und ihr seht es, mein Grinch, der kackt einfach auf die und Passanten. Und sogar diese Passanten haben Angst, weil es der böse Grinch ist. Das die laufen schnell weg. Das sind Zeugen. Die sind schnell weggelaufen. Ich hab's und Grinch gesehen. Grinch haut einfach Blippi und vor den Zeugen, vor unschuldigen Passanten. Und schau mal, ich glaube, Blippi hat sich jetzt irgendwie am Bein oder so verletzt. Ey, der Grinch nimmt echt kein Blatt vor den Mund. Der Grinch ist einfach so böse, dem ist egal, ob da Leute sind. Es ist egal, er macht, was er will. Es ist der Grinch. Blippi rennt. Ja, er rennt weg. Was würdest du machen, wenn dich der Grinch schuckt und du fährst? Wir bleiben mal kurz am Blippi, und hast Verletzung dran. Aua, aua. Alter, der arme Blippi hat so Angst, dass er jetzt davon rennt.
Der arme Blippi-Mann, wir haben extra neues Herz gegeben und alles. Guck mal, der rennt jetzt auf den Spielplatz. Guck mal, und der hält sich das Bein fest. Warum? Er ist mit dem Bein auf. Er setzt sich in die Schaukel, weil er nicht mehr laufen kann, Freunde. Ihr seht, da hinten ist Grinch, er fährt weiter. Oh mein Gott, da muss ich ja meine Haare wieder zusammendrehen, Freunde. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn Blippi sich jetzt nicht umdreht, kommt Grinch gleich wieder zu Blippi ran. Nein. Oh, der arme Blippi-Mann, der tut mir voll leid. Und wir können nichts machen, wir sehen es live auf der Drohne und können nichts machen. Wir können schreien, aber es bringt nichts. Ich kann mal ein bisschen näher an Blippi fliegen. Vielleicht bemerkt er uns dann, vielleicht können wir ihn so warnen. Am liebsten würde ich winken und rufen, Blippi, pass auf. Aber es geht nicht. Vielleicht ihr alle, ihr liked alle das Video und schreibt, pass auf. Blippi, Mann, ich bin hier hoch und runter, Mann. Er merkt uns nicht. Er bemerkt unsere Drohne nicht, Mann, so ein Mist. Die ist aber auch super leise, Cayman. Du weißt, unsere Drohne ist super leise. Man, 3 Meter, dann ist der Grinch bei Blippi, Freunde. Blippi, muss dich nur einmal kurz umdrehen und wegrennen. Ach du Flexi. Und nein! Der hat ihn von der Schaukel geschuckt! Alter, wie gemein ist das? Wie gemein ist der? Oh mein Gott, der verfolgt Blippi und schuckt ihn von der Schaukel. Und das ist schon so lange. Ich glaube, der mag Blippi nicht. Ja, aber woher? Grinch mag Blippi nicht. Woher kennt der überhaupt Blippi, Mann? Woher kennt Grinch Blippi? Wir kennen Blippi, ihr kennt Blippi. Alle Leute kennen Blippi. Vielleicht mag er ihn einfach nicht. Ich und es ist Weihnachten. Warum. Weil der Grinch die Kinder nicht mag und Blippi macht Kindervideos. Ja. Deswegen mag er ihn nicht. Zum Beispiel. Und deswegen macht auch der Grinch immer die Geschenke von den Kindern kaputt. Und klaut sie und euer Weihnachtsbaum weg. Ey, es ist einfach zu heftig. Grinch macht kaputt, Grinch klaut. Auf einem Grinch in dem ist nicht Weihnachtsmann. Alter, aber der hat manchmal so rote Augenbrauen. Das kann sein, weißt du warum? Das sind die Adern. Voller Wut. Oh mein Gott, guck mal. Grinch hat Blippi in die Ecke getränkt, Mann. Und Blippi kann nicht weg, weil da irgend so ein Baumstamm ist. Er schnappt sich seine Bändchen hier. Die Hosenträger. Die sind heilig für Blippi. Oh mein Gott. Ohne Hosenträger gibt es kein Blippi. Alter, guck mal. Der schleudert in den Kreis. Grinch schleudert Blippi im Kreis. Freunde. Weißt du, Typ? Oh mein Gott. Pass auf die Drohne. Du bist in dem Baum. Ich weiß, aber ich hänge da fest. Clemens, du hängst jetzt mit der Drohne in einem Baum. Ihr seht das live. Ich kann nichts machen. Oben in der Luft mit dem Ast. Raus. Ich versuch's. Manni, wir fliegen. Jetzt. Oh mein Gott. Jetzt. Jetzt, alles klar. Sind wir noch in der Luft? Es tut mir fast leid, Mann. Ich hätte die Drohne fast gecrashed, Leute. Ein hundertstes Mal. Nicht schon wieder. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Er hat ihn niedergeschubbt, bin ich mir ganz sicher. Aber sowas Hardcore. Warum macht Grinch es? Warum macht Grinch das mit Blippi, Freunde? Und wieso lässt der Blippi nicht einfach in Ruhe? Und das Krasse ist, ihr seid live dabei, Mann. Ihr seid Zeugen, Mann. Zum Glück haben wir euch, Mann. Alleine wäre das viel zu heftig. Und Blippi hatte recht. Der Grinch ist da. Und er ist böse. Er will Weihnachten wieder zerstören, wie jedes Jahr. Blippi provoziert den Grinch auch ein bisschen. Man sieht's doch. Guck mal hier. Ich glaube, er will was ganz anderes. Was? Ich glaube, Blippi will ihm zeigen, wie viel Spaß man haben kann, wenn man rutscht. Ah, weil der Grinch so verbittert und böse ist. Grinch will keinen Spaß. Schau, Grinch meint das komplett ernst. Grinch will keinen Spaß. Wir alle wollen doch Spaß. Der Grinch bedroht Blippi jedes Mal, Leute. Mann, Leute, alle, die jetzt noch mal dran sind, like das Video. Was machen wir jetzt mit dem Grinch? Der ist böse. Keine Ahnung, aber schau mal, der Grinch vertreibt Blippi. Blippi wird hier in die Ecke gedrängt vom Grinch. Komm, Blippi, renn doch einfach weg, Mann. Blippi. Oder sollen wir hingehen und Blippi helfen? Weiß ich nicht, Mann. Das ist zu gefährlich. Dann sind wir aber zu dritt. Cayman und Flexi, Blippi gegen... Blippi rennt weg. Endlich, Gott sei Dank. Und jetzt soll er aber ganz schnell wegrennen, dass Grinch nicht wieder hinterherkommt. Oh mein Gott. Gott sei Dank bleibt Grinch stehen. Joch, ei. Alter, nein, oder? Was denn? Nein! Der zeigt auf die Drohne! Er hat uns entdeckt, Freunde. Auf die Linde, so, genau so hat er gezeigt. Flexi, der will, dass sie auch wegfliegen. Nein. Was ist, wenn er zu Jetzt weiß er ja, dass wir das sind. Guck ihn an. Jetzt weiß er, dass wir ihn alles... Oh nein, er weiß, dass es Flexi, unsere Drohne ist. Flexi, wir sollten die Drohne sofort landen. Lass sie uns nach Hause fliegen, Mann, und verstecken vor Grinch. Sicher ist sicher. Komm. Jetzt die Drohne landen. Auf geht's. Leute, wir haben jetzt die Drohne gelandet. Aber ihr habt's gesehen, der Grinch ist hinter uns. Er hat uns entdeckt, Wir Mann. Müssen uns unbedingt vorbereiten, dass er nicht zu uns kommt. Warte. Cayman, wo bist du? Cayman, Flexi, was ist schon? Schau mal, Flatt und Niki. Alter, Mann, was ist mit denen geil? Ich hab fette Neuigkeiten. Was? Die wurden in Deutschland gesichtet. In Deutschland. Nein, Flatt und Niki mit 100 Millionen Abonnenten. Unsere YouTube-Kollegen wurden in Deutschland sind hier. Ja. Flexi, du verarschst mich doch, oder? Und ich möchte, dass du mit mir zusammen die Drohne holst, sie in die Luft schickst. Und ich will, dass wir danach suchen nach Flatt und Niki, den zwei Original-YouTubern mit 100 Millionen Abos. Ich liebe Flatt und Niki, Mann. Ich hab die immer geguckt, als ich Machen klein war. Machen die Spaß? Doch, übertrieben. Aber mit der Drohne, Flexi, wie kochen gut. Die? Stopp, Flexi, aber Deutschland ist übertrieben groß. 80 Millionen Menschen, Mann. Wie sollen wir die finden? Wo sind die? Mit sind die Glück. In unserer Stadt? Ja. In welcher Stadt sind die? Ich hab keine Ahnung, aber wir müssen ja irgendwo mal anfangen. Dann starten wir hier die Drohne. Diese da, oder was? Die beiden.
Die zwei wurden hier gesichtet und ich will, dass wir mit Glück, Leute, mit euch, wenn ihr Glück habt, dann liked das Video. Und schreibt Glück in die Kommentare. Denn umso mehr Leute Glück in die Kommentare, umso mehr Glück haben wir sie vielleicht zu finden, oder? Ich hab Bock, sie zu finden. G-L-Ü-C-K, hier steht das Glück. Und wir starten einfach und schauen, was passiert. Flexi, man, bist du wirklich ganz sicher, dass Vlad und Niki hier in Deutschland sind? Ja, wirklich, Mann. No risk, no fun. Dann hoffe ich auf euer Glück, dass wir sie finden, Flexi, Mann. Glück auf, würde ich sagen. Und jetzt startet die Drohne. Ab zu Vlad und Niki. Let's go! Die Drohne ist jetzt in der Luft, aber das Gebiet ist so groß, Flex, dass ich keine Ahnung habe, wo wir anfangen sollen, Mann. Warte doch mal. Wir haben doch das Glück auf unserer Seite. Deshalb können wir Nick und Vlad auf jeden Fall finden, Mann. Und ihr schreibt weiter fleißig Glück in die Kommentare. Denn so öfter ihr das reinschreibt, umso mehr Glück haben wir. Haben wir und finden wir auch. Hier ist der See. Auf dem See ist aber niemand, Flexi. Da ist ja nicht mal ein Boot und kein Mensch. Ich weiß, dass in diesem Wohngebiet ein Spielplatz ist. Und du weißt ja, Kinder sind immer auf dem Spielplatz. Kinder spielen gerne. Niki und Vlad so. Ist eine sehr gute Idee eigentlich. Wieso nicht? Okay, dann schauen wir mal. Seht ihr was? Ist da sonst jemand? Wir suchen nach zwei Jugendlichen, so im Alter zwischen 8 bis 12. Ihr kennt bestimmt alle die YouTuber. Nick, bin ich mir ganz sicher. 100 Millionen Abonnenten. Da unten ist der Spielplatz. Mehr als wir. Keine einzige Person da, Mann. Was geht hier ab wieder? Weder die beiden, noch ist da überhaupt jemand. Nur das Auto, was da reinfährt, Mann. Ja, das ist ein normales Auto. Das ist doch viel zu krass. Warum ist da so wenig los? Ganz ruhig, Mann. Wir werden sie finden. Auch wenn das Gebiet groß ist. Wir müssen aber irgendwo anfangen und fliegen. Da, Flexi. Fliegen wir zu einem Hochhaus. Da haben wir schon mal Wayne Adams getroffen bei dem Hochhaus. Stimmt. Auf dem Dach oben. Vielleicht sind, vielleicht da. Sind die da auch wieder auf dem Dach. Aussicht über unsere Stadt. Das ist die beste Aussicht. Das ist der höchste Punkt. Da könnten sie wirklich sein. Ich flieg, Flexi, Mann. Wenn ihr die seht, Mann, Leute, gebt ein Like. Da schaffen wir die 1000 Likes mit euch. Schreibt in die Kommentare, falls ihr euch was auffällt. Aber es ist da jemand? Keiner. Nee, da ist im Dach. Das ist komplett leer. Ihr seht es niemand. Nee. Abdrehen. Schauen wir mal wieder. Oder hier, die müssten doch hier sein. Ja, aber auf der Straße läuft auch kein Mensch, kann es sein? In diesem Wohngebiet, Mann. Ich glaube, die sind in diesem Wohngebiet. Sollen wir es mal? See auch nicht. Sie haben ja gesehen, da ist keiner. Da ist nicht mal ein Boot. Da unten? Ein Auto? Nein. Nein, die können auch kein Auto fahren. Stimmt. Die sind was viel heißt? Zu jung. Im Auto sind sie auf jeden Fall nicht. Die haben ja keinen Führerschein. Haben keinen Führerschein. Das heißt, Straße und Auto eher aber nein. Du siehst, wie groß das Gebiet ist. Das Gebiet einfach eingrenzen. Riesig, Freunde. Wo halten sich Kinder auf? Wo haben Kinder Spaß? Sind wir zum Lidl, vielleicht haben die Hunger und sind gerade was einkaufen. Jeder muss mal einkaufen. Oder? Schokolade einkaufen oder sowas. Warte, die Drohne, die hängt gerade mal. Was ist hier los? Nee, der Supermarkt war eine sehr gute Idee, Kevin. Ja, warte, die Drohne, ich hab den Empfang. Vlad und Niki, wir werden sie finden. Oh, wartet mit mal, unserem Glück. Hallo? Oh, der Empfang, wir sind so weit weg, Freunde. Ich weiß, und so hoch, ihr okay, seht es. Ich hab die Drohne wieder, ich hab sie. Okay, wir wollten zu dem Supermarkt, genau. Supermarkt, Freunde, ihr seht ihn da unten, da ist der Parkplatz. Weil da kaufen Kinder auch gerne ein, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber da könnten sie sein. Ich sehe nur Autos, ein gelbes Autos, Auto, da packen. Oh, große gelbe Autos. Okay, das ist der Eingang. Ich muss näher fliegen. Ja. Freunde, für euch fliege ich näher. Aber das ist der Eingang vom Supermarkt. Genau, da packt jetzt gerade nur ein weißes Auto ein, ihr seht es. Da läuft aber auch wieder überhaupt kein Mensch. Das ist ja nicht. Ich meine, die müssen zu zweit sein. Wisst, die sind immer zu zweit und es war eine Person alleine. Schauen wir mal bei der Bahn, vielleicht fahren die Bahn. Stimmt, die müssen doch mit der Bahn herkommen. Da sind die da. Seht ihr da? Ja. Ihr habt es gesehen, zwei Leute. Haben sie. Wo? Da! Nein. Doch? Nein. Doch? Die sind jetzt nur noch jeder einzeln. Die haben sich getrennt? Ja, und die trennen sich, Flexi. Das waren sie. 100%. Vlad und Niki sind immer zu zweit. Ihr habt sie gesehen. Zwei Leute zu 100% spult zurück und schaut sich an. Ja, aber jetzt nicht mehr. Das waren die nicht. Und die tragen immer bunte Klamotten. Das waren sie. Spult zurück, man schaut sich an. Flieg weiter, Cayman. Flieg weiter. Spielplatz. Zu dem nächsten Spielplatz. Wir haben ja ganz viele Spielplätze hier bei uns in der Nähe. Wir haben sehr viele Spielplätze. Und Kinder lieben es, auf dem Spielplatz zu spielen. Wir fliegen jetzt zu dem Spielplatz, wo wir John Pork gesehen haben, Freunde. John Pork auf dem Spielplatz. Da könnten sie wirklich sein. Vlad und Niki, wir werden sie finden. Der Spielplatz ist hier vorne links. Ist der Spielplatz? Ja, das ist hier unten. Ihr seht den. Oh ja. Aber, oh, schöne Fläche, aber alles. Warte mal. Da wieder ist keine Person, keine Menschenseele ist da. Da ist weder Vlad noch Niki, noch ist da überhaupt jemand. Komisch, dass auf dem Spielplatz keiner ist. Das macht doch gar keinen Sinn, Freunde, Mann. Verstehe ich auch nicht. Warum ist auf dem Spielplatz nicht ein Kind? Wo könnten wir sonst noch hinfliegen, Mann, wenn die hier nicht sind? Wo könnten wir hinfliegen? Hast du eine Idee? Ja, zu einem Spieleladen. Da sind auch immer gerne Kinder. Weißt du, da, wo wir früher mal eingekauft haben. Ja, ja, das ist auch in der Nähe. Freunde, das ist eine richtig gute Idee. Wir fliegen da jetzt sofort mit euch hin. Ja, zack. Ihr seht es, Mann, wir sind da. Oh mein Gott, schau mal, ein richtiges Kinderladenparadies. Du siehst es, da Rutsche, Häuschen. Alles dabei. Und in diesem Laden war ich früher einkaufen und hab Spielsachen gekauft. Es könnte wirklich sein, dass Niki und Vlad hier sind. Aber Leute, wenn die hier nicht sind, dann geben wir es auf. Dann haben wir alles probiert. Oh, dann geben aber die Chance. Ein Spieleladen ist eine perfekte Idee. Da wirklich. Bleiben wir jetzt dran, wir schauen noch ein, zwei Minuten. Nur weil wir schon so lange Drohne fliegen. Wirklich leid, Freunde. Komm schon. Sehr gute Idee mit dem Spiel. Wir versuchen das jetzt hier und es war's. Ist egal. Aber fällt dir was auf, Flexi? Auch wieder niemand. Keine Person. Wo sind die ganzen Leute in unserer Stadt hin? Da ist kein Mensch. Ah! Wir sind sie. Wir haben nicht komplett gesehen, Freunde. Ja.
Flexi, ihr seht sie hier unten. Und ich sag dir was, sie hatten immer bunte Klamotten. Oh mein Gott, Flexi, und sie gehen jetzt recht Spielsachen einkaufen. Du hast recht. Geil, Alter, wir haben sie. Oh, was ein Glück, dass wir sie wirklich gefunden haben. Was ist? Hey, wo sind die hin? Ich kann. Wo sind die hin, Kevin? Ihr seht es, ich blick. Du bleibst immer noch auf dem Eingang vom Spieleladen. Ich versuch's, Flexi, Mann. Sind die eigentlich rein? Leute, sind die in den Laden reingegangen oder nicht? Die sind vorbeigelaufen, aber Flexi, die Drohne geht. Jetzt wieder. Hä? Wo sind die hin? Wo sind die hin? Die sind weg. Die waren doch gerade da. Hä? Die waren gerade vor dem Spieleladen vorm Eingang. Ihr habt's gesehen, Mann. Die waren da. Vlad und Niki. Oranges T-Shirt, gelbes T-Shirt. Vielleicht wollen die da hin und da spielen. Verstecken sich da in diesem Häuschen. So draußen kann man spielen. Ist extra für Kinder. Ist extra für Kinder. Meinst du, sind die da? Ah, verstecken sie sich hier in diesem Häuschen. Wir waren auch mal im Haus 24 Stunden lang. Unter Wasser, aber krass. Ah! Jawohl! Das sind die beiden! Gelbes T-Shirt, wie geil. Guck, ich sag dir, die wollen da spielen vielleicht. Nee, der wartet auf ihn. Der wartet auf ihn. Gehen die weiter. Das sind ja auch Freunde, oder? Familie, immer warten. Was ist jetzt schon wieder? Immer, Alter, das kann doch nicht sein. Immer wenn Vlad und Niki kommen, geht die Drohne nicht mehr. Ihr seht's? Oh mein Gott, wie tut das denn? Immer wenn sie auftauchen, hat kurz die Drohne hängt in den Wackler, oder jetzt, was? Jetzt! Hä, die waren doch gerade da! Die sind nach geradeaus sozusagen gelaufen. Was mit der Teufelstunde um 3 Uhr mittags zu tun, oder was? 3 Uhr mittags? Immer wenn die kommen, Flexi, wenn Niki und Vlad kommen, geht die Drohne nicht mehr. Das kann doch nicht sein, Freunde, das ist ein Zufall, ich denke nicht. Nein, Mann. Zweimal schon, jetzt zweimal hintereinander, das ist doch viel zu heftig, das kann doch nicht sein. Leute, lasst jetzt alle noch mal weiter! Hey, das ist ein Ei! Mystery-Ei. Das gibt's doch von Nack und Flicky auch. Stimmt, das ist ihr Mystery-Ei, Freunde, Mann. Ja, da ist ganz viel Spielzeug drin. Wo ist denn das Ei jetzt? Das Ei ist weg. Die sind weg. Das kann dann doch nicht sein. Dann such die mal. Ich schwöre dir, irgendwas stimmt mit Niki und Vlad nicht, Mann. Ich irgendwas weiß, ist da wrong. Dann such die jetzt. Die waren gerade da. Ihr habt's alle gesehen. Und dann sind in McDonald's? Im McDonald's? Nee, oder? Weiß ich nicht. Obwohl, bei McDonald's kann man essen. Ich weiß, wo die sind. Wo? Die sind in den Toys R Us reingegangen, in den Spielwarenladen sind die reingegangen. Da können wir nicht reinfliegen. Ja, aber wir können mit der Drohne sie überwachen. Wir warten hier draußen, bis sie rauskommen. Wie findet ihr das? Das ist doch geil. Ja, wieso nicht? Die sind reingegangen, die kaufen jetzt Spielzeug und dann warten wir sie, bis sie wieder rauskommen. Da sind drei Leute im Auto. Seht ihr das? Hat der Laden überhaupt auf? Nee, doch, der hat offen. Da sind drei Leute. Ja, aber da sind so wenige Autos und so. Hat der Laden heute überhaupt auf? Der hat auf und wir bleiben so lange hier, bis die rauskommen. Leute, schaltet nicht ab. Schaut mit uns auf diese Eingangstür. Wir haben schon geschafft, sie wirklich zu finden. 100 Millionen Abos. Da unter uns kommt ein Auto. Seht ihr das? Da kommt ein LKW. Ja. Da unter uns, unter dem Auto. Der LKW bringt neues Spielzeug. Meinst du? Und darauf haben die gewartet. Die warten auf neue Lieferung. Ja, neues Spielzeug. Diese Mystery-Eier. Alles. Das liefert alles der LKW. Kann schon sein, wenn die da drin sind. Aber was ist, wenn ich mich irre, Flexi? Was ist, wenn die gar nicht sind? Sind die wirklich da reingelaufen? Was, wenn die bei McDonald's sind? Wir haben es gar nicht gesehen. Was, wenn die doch essen sind? Die haben doch Hunger. Die sind ganz doch was in Deutschland neu. Gibt es bei McDonald's nicht ein Happy Meal für Kinder? Doch. Oder diese, ich weiß nicht, was ich machen soll. Sollen wir zu McDonald's fliegen oder sollen wir hier auf diesem Toys R Us Eingang bleiben? Ihr entscheidet. Schreibt es jetzt in die Kommentare und lasst jetzt noch mal ein Like da. Und schreibt Glück in die Kommentare. G-L-Ü-C-K. Aber langsam, nur mit eurem Glück haben wir Chancen, dass die Bock auf ein Happy Meal haben. Du hast recht, da fliegen wir sofort. Ich glaube, die kaufen sich jetzt ein Happy Meal. Die sind wahrscheinlich. Weil das ist gleich daneben. Nach dem Spieleladen kommt der McDonald's. Wir fliegen die McDonald's kurz ab und wenn da nicht sind, fliegen wir sofort wieder zurück, oder? Eben. Da unten läuft die. Da läuft die. Aber es ist eine einzelne Person. Wir suchen zwei. Niki und Vlad sind zwei Leute, Mann. Helle T-Shirts. Bunte Farben, immer orange knackig. Und gelb. Gelb. So nach orange und gelben T-Shirts. Ihr wisst ja, wie die aussehen. Mit schönen kurzen Hose und so weiter. Ihr habt sie gerade zweimal gesehen. Wenn nicht, spult am besten zurück. Ha, sind sie! Sie sind da! Was machen die auf dem Dach? Und wohin gehen die? Wieso sind die auf dem Dach? Alter, die laufen zu dem Tennisplatz. Warum gehen die zum Tennisplatz? Die laufen zu den Sportplätzen da hinten. Warum denn, Lantan? Das war doch kein Problem. Verfolgen Sie, Kevin. Wir müssen zu den Sportplätzen. Soll ich da sicher hinfliegen, ja, oder was? Da fliegen wir sofort hin, Freunde. Ich will sie nicht wieder verlieren. Ich sag's gerade noch. Bist du sicher, dass ich zu den Sportplätzen gehe? Natürlich. Bist du ganz sicher? Über das Dach 100%. Sportplätzen. Ja, 100%. Da müssten ich auch sein, Freunde. Schaltet nicht ab, Mann. Die müssten hier sein irgendwo. Was fällt dir auf? Ja, alles klar. Da ist wieder niemand. Keiner. Da ist kein einziger Mensch. Aber die sind von dem Dach über das Dach zu den Sportplätzen. In unserer ganzen Stadt fehlen irgendwie die Menschen. Ich weiß nicht, wo die hin sind, Mann. Was machen die? Oder wissen die, dass da Nick und Flicky da ist? Meinst du? Ja, kann doch sein. Vlad und Niki hier, oder was? Irgendwo müssen die doch sein. Ich glaube, du irrst dich, Flex. Hier ist keiner. Guck doch mal. Hallo, das sind drei Sportplätze. Ich drehe mich jetzt hier im Kreis. Wir sehen es, hier ist keiner. Am Eingang. Wir müssten hier reingekommen sein, aber hier ist keiner. Okay. Auf dem Sportplatz? Ich muss aufpassen. Es sind überall Zäune. Nicht, dass ich dagegen fliege. Nein. Nicht wieder eine Drohne crashen.
nicht gegen den Zaun fliegen, Cayman. Aber die müssen da irgendwo sein. Fliegen wir zurück zum Toys R Us, zum Supermarkt, zum Superladen? Nein, da waren die doch nicht mehr. Die waren doch jetzt bei McDonald's und sind zu den Sportplätzen gelaufen. Vielleicht sind sie zurückgegangen. Na, glaube ich nicht. Dann hätten wir sie gesehen. Bist du ganz sicher, dass sie hier auf dem ganz sicher. Aber dann wären sie zurückgegangen, hätten wir sie gesehen mit der Drohne. Weißt du was? Wir warten jetzt hier noch kurz 20, 30 Sekunden und wenn die dann nicht kommen, fliegen wir sofort zurück. Und wir haben doch eh das Glück schon gehabt heute. Das heißt, wir werden wieder Glück haben mit euch zusammen. Deshalb like das Video und bitte, die kommen wieder. Ich bin mir ganz sicher. Ja, komm, wir fliegen woanders. Wir haben die schon. Ah, das ist recht. Nein. Da! Da sind die! Da! Warte, da sind jetzt Niki und Vlad und noch zwei andere. Sind die anderen beiden? Und ist er vielleicht. Was? Wer? Was? Die sehen richtig gemein aus. Sind die kriminell? Weg sind sie! Was geht? Digga, ich schwör dir. Und die waren verflucht. Auch viel größer! Niki und Vlad sind verflucht. Das kann doch nicht sein, Flexi. Und die anderen waren viel größer. Immer wenn die zwei kommen, geht die Drohne nicht, schon wieder nicht. Und dann verschwinden die einfach aus dem Nichts. Was ist das für ein krankes Video? Man müsste das Video abbrechen. Ey, so oft finden wir sie nicht mehr. Wir müssen das Video beenden. Das kann nicht sein, Flexi, Mann. Guck mal. Kann doch nicht sein. Ich steuer jetzt. Komm, ja, jetzt wieder, Mann. So, wo sind sie? Wo sind sie? Die waren gerade noch da. Mit diesen anderen beiden. Ich schau ab. Ich schau gerade hier alles an. Wo? Aber du siehst, hier ist weit und breit keiner. Und ein gelbes T-Shirt würde man sofort erkennen. Hast du die zwei Kriminellen? Die waren größer. Wie böse die aussahen. Das sahen so aus wie Leute, die mobben. Glaubst du, die hatten was vor? Irgendwas hatten die vor. Hatten die mit denen was die vor? Die sahen doch überhaupt nicht nett aus, diese Person da mit dieser Mütze und der andere. Ja, nett nicht, aber vielleicht kennen die sich ja. Und was machen die? Weil wollten die zusammen Basketball spielen? Ja, aber nein, ich glaube, die hatten keinen Basketball dabei, Flex. Stimmt, die hatten keinen Basketball dabei. Ohne Basketball kann man nicht spielen. Die hatten irgendwas vor. Stimmt. Was ist, wenn die den erpressen? Pass auf, du fliegst doch gegen den Korb! Sorry, ich muss mich auf die Drohne konzentrieren. Und nicht so viel wie du sagst Zaun oder fliegst du gegen den Korb? Aber trotzdem, Flex, meine Theorie ist, dass diese zwei großen Typen Nick und Flat erpressen wollen. Die wollen Geld oder irgendwas von denen. Deswegen haben sie sich getroffen. Weil sie 100 Millionen Abos haben. Ich bin mir fast sicher, die haben 100 Millionen Abos, das heißt 100 Millionen Flat viel und Geld. Nicky reden mit den beiden. Also, die liegen! Die wurden geboxt! Von den zwei! Oh mein Gott, nein! Die liegen auf dem Boden! Wir müssen denen helfen! Wir müssen nicht und Platz zu helfen, wir müssen die Drohne landen! Wir müssen die Drohne landen! Hey Flexi, Mann, wir müssen uns wirklich beeilen, Freunde. Es tut uns leid, wir müssen das Video beenden. Wir müssen jetzt erste Hilfe leisten. Wir müssen nicht und wir sind schon vorbereitet. Wir haben Verbandskasten gekauft. Wir Flexi, Mann, bis nächste Folge. Was wir sind wieder da, was wir ist jetzt am Start mit einem Hammer neuen Song und 200k Abonnenten, das ist geil, wir machen das für euch, denn ihr seid ein Teil. 200.000 Abonnenten, wir haben's geschafft, komm doch heute mit, wir haben heute Abend Spaß. Alles dank dir, denn du hast abonniert und wir sind was, wir geben heute.